gewannen die Vogtländer gegen Union Fürstenwalde am Mittwoch. Und mit diesem Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Sven Köhler auf einmal wieder über dem Strich vor den Abstiegsrängen. Corona und Sturm, zwei Gegner des Fußballs. An diesem Wochenende behielten die beiden gleich fünfmal die Oberhand in der Regionalliga. Neben der Partie Carl Zeiss Jena gegen Meusewitz pausiert auch der Spitzenreiter BFC Dynamo gegen Babelsberg aufgrund von Covid-19. Bei Alt-Glienicke und Tennis Borussia Berlin, wo der CFC und der FC Eilenburg antreten sollten, gab es die Unwetterwarnung rechtzeitig. Für Lok Leipzig, die eigentlich jetzt beim Berliner AK spielen sollten und natürlich auch hier in der Sendung, kam sie zu spät. Der Tross war schon unterwegs, als gegen 9.45 Uhr die Absage kam. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Sport im Osten. Nun also nicht mehr Berliner AK gegen Lok, sondern VfB Auerbach gegen die Germania aus Halberstadt. Statt Topspiel, Abstiegskampf. Aber auch das hat seinen besonderen Reiz. Und noch einen Hinweis, die Sieglosserie von Germania Halberstadt ist noch länger. Seit dem 1. September 2021, dem 1:0-Erfolg, na klar, gegen Union Fürstenwalde, hat Halberstadt nicht mehr gewonnen. Bleibt es dabei, kann sich Auerbach weiter aus der Abstiegszone befreien. Christian Müller und unser Experte Benny Kirsten übernehmen jetzt die erste Halbzeit. Viel Spaß. Ja, danke schön, Guido Pirskalla, und herzlich willkommen hier aus dem VfB-Stadion in Auerbach. Und natürlich herzlich willkommen, Benny Kirsten, an meiner Seite. Wir sind flexibel, wir sind beim Mitteldeutschen Rundfunk und wir haben uns bemüht, dass wir dieses Spiel ersatzweise ranbekommen. Und vielen Dank auch schon mal im Voraus an die beiden Vereine, an Volkhard Kramer in Auerbach und auch die Verantwortlichen vom VfB Halberstadt, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen mit dem Spiel eine halbe Stunde später raus, damit die Möglichkeit besteht, das heute hier im MDR-Fernsehen live zu übertragen. Hier sehen wir Sven Köhler im Gespräch mit Andreas Petersen, die beiden Trainer also unseres heutigen Spiels. Ja, Benny, also wir haben es gehört, Abstiegskampf pur wird das heute hier sein, kann aber trotzdem auch eine interessante Partie werden, oder? Ja, natürlich. Eigentlich schade, dass diese beiden Mannschaften tatsächlich mal einen Abstiegskampf spielen, weil gerade Halberstadt hatte ja auch vor einigen Jahren schon angekündigt, einiges aufzubauen. Hat auch eine tolle Anlage, hat tolle Möglichkeiten, auch einen Kunstrasenplatz, was nicht jedem Verein gegönnt ist. Und dann haben wir natürlich mit Auerbach eigentlich einen Verein, der eigentlich so ein Schreckgespenst der Regionalliga ist, was Favoriten angeht. Und unheimlich schwierige Mannschaft, also schwer zu bespielen, gerade hier auf der sogenannten Spargelwiese. Wenn wir die hier gespielt haben, haben wir immer gehofft, dass Hochsommer ist, damit man da nicht knöcheltief irgendwie im Rasen steckt. Aber das ist ein Vorteil für die Mannschaft. Aber ja, es ist eine seltsame Partie, dass es hier im Abstiegskampf jetzt gehen muss. Das ist leider sehr schade. Und da wollen wir mal schauen, hier haben wir den VfB Auerbach beim Betreten des Platzes, der trotzdem gut hergerichtet wurde. Die haben sich alle Mühe gegeben im Vogtland, dass sie heute einen gut bespielbaren Platz haben. Und wir wollen mal auf die Aufstellung schauen und beginnen mit dem VfB Auerbach, mit dem Gastgeber. Und da hat sich seit dem Sieg am Mittwoch 3:1 gegen Fürstenwalde nichts geändert. Schmidt wieder im Tor, dann die Vierer-Abwehrkette mit Kubitz, Weiß, Sieber und Seidel. Das Fünfer-Mittelfeld oder Vierer-Mittelfeld, je nachdem, wie man es sieht, mit Ceroplari, Lovric, Brecha, der Torschütze vom Mittwoch, Keppel und Guzlajews. Und vorne ein alter Bekannter von dir, Marc-Philipp Zimmermann natürlich. Ne? Einer, der schon seit 5 Jahren mittlerweile in Auerbach spielt, dort der Top-Torjäger ist. In dieser Saison zwar noch nicht allzu oft zugeschlagen. Und Germania Halberstadt spielt mit Lukas Zichos im Tor. Cega, Baudis, Schmökel und Reitl in der Abwehr. Im Mittelfeld also klassisches 4-4-2-System. Malina, Hoch, Schätzle und Korsch. Und in der Spitze Tim Heike und Neuzugang Felix Stumpe. Zuschauer haben wir auch schon gesehen, also auch in Auerbach endlich wieder die Möglichkeit, vor Fans zu spielen. Das ist ja sowieso eine Saison, bei der so kleine Vereine wie Auerbach und Halberstadt richtig gebeutelt sind ohne Zuschauer, ne, Benni? Ja, das ist gerade in dieser Halbprofiliga natürlich enorm wichtig, die paar Zuschauer, die man hat, natürlich auch zufriedenzustellen zum einen, aber auch dann ins Stadion zu lassen. Und ja, sie profitieren enorm davon und das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Faustpfand in so einer schweren Regionalliga. Ja, also beide Vereine haben lange Durststrecken hinter sich. Guido Pirskalla hat es in der
Einleitung zum heutigen Spiel schon gesagt. Halberstadt seit dem 1. September letzten Jahres ohne Sieg. Das ist eigentlich unvorstellbar, so eine lange Strecke. Was macht das mit so einer Mannschaft? Ja, du verlierst irgendwann auch ein bisschen den Glauben. Ja? Du bereitest dich ja auf jedes Spiel vor. Du merkst, dass du keine erfolgreichen Spiele bestreitest. Spielst vielleicht auch mal gut. Marc-Philipp Zimmermann kommt da nicht mehr ran an den Ball. Aber holt den ersten Eckball raus für den VfB Auerbach. So, und dann passieren auch solche Rückspiele. Ja, dass man halt da auch nicht konzentriert ist, dass man vielleicht auch ganz wenig Selbstvertrauen hat. Und da ist es leider auch dann nicht mehr so einfach, einen Dreier in der Fremde anzuvisieren. Und der letzte Dreier in der Fremde für Halberstadt liegt schon eine Weile zurück. War im August letzten Jahres 2:0 bei Chemie Leipzig. Aber jetzt schauen wir auf den Eckball für den VfB Auerbach. Den hat Lukas Zichos erstmal entschärft. Der Torhüter, der Halberstädter, der letzte Woche ein starkes Spiel gemacht hat. Beim 0:0 zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena. Das haben die Halberstädter natürlich gefeiert wie ein Sieg, wenn es schon keine Siege zu feiern gibt. Aber so ein Punkt gegen so eine vermeintliche Spitzenmannschaft oder möchte gern Aufstiegsmannschaft, das war schon was wert für Halberstadt, ne? Ja, das ist, wenn du beim Carl Zeiss Jena einen Punkt holst, dann kannst du auch zu Recht ein kleines bisschen euphorischer sein, aber am Ende ist es trotzdem einfach nur ein Punkt, hilft dir nicht viel weiter. Aber fürs Selbstbewusstsein, was momentan ja sowieso Mangelware ist, tut das gut. Und da geht man auch in so ein Spiel anders rein, wenn man weiß, man hat auch einen kleinen Konkurrenten geärgert. Und für Carl Zeiss Jena ist es natürlich schlecht, dann bei einem Verein, der so tief unten drin steht und so eine Negativserie hat, dann keinen Dreier zu holen. Das ist gerade für einen Aufstiegskampf Gift. Absolut. Die Platzverhältnisse da waren ähnlich wahrscheinlich wie heute die in Auerbach. Aber die kleinen Vereine, wie gesagt, sie tun alles, um die Spielfläche herzurichten. Und davor muss man schon mal den Hut ziehen, dass das überhaupt funktioniert hat, auch heute in Auerbach. Schiedsrichter Michael Wiske wird assistiert von Marco Wartmann und Matthias Lämmchen. Und wir sind gespannt. Beide Mannschaften wollen natürlich den Sieg nach diesen Erfolgserlebnissen vom letzten Wochenende. Die Auerbacher haben Blut geleckt, 3:1 gegen Fürstenwalde. Da ging endlich auch mal wieder was im Angriff. Ja, vorher 5 Spiele ohne eigenes Tor. Das zermürbt ja auch ganz schön. Aber am Mittwoch haben sie gezeigt, wir können noch Tore schießen. Ja, und die Halberstädter gehören jetzt auch nicht gerade zu den Tormaschinen in dieser Liga. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass sie noch im letzten Sommer ihren besten Torjäger abgegeben haben. Du erinnerst dich vielleicht noch an Elias Löder, der da ein bisschen gehypt wurde in Halberstadt. Und dann war er in den ersten 8 Spielen so gut, dass ihn glatt der HFC weggeholt hat. Dort sitzt er allerdings nur auf der Bank jetzt. Ne? Ja gut, da muss man sich auch erstmal durchsetzen. Das ist ja auch eine Liga höher, also die Konkurrenz ist größer. Und da ist es halt auch nicht ganz so einfach gegen die Abwehrspieler. Aber Qualität setzt sich am Ende immer durch. Und er ist noch jung, er wird sicherlich seinen Weg gehen. Aber jetzt in so einer gestandenen Mannschaft und in so einer Profiliga, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ne? Ob Halberstadt oder Halle, auch wenn beides mit HA beginnt. So, Freistoß für den VfB Auerbach. Mal gucken, ob Marc-Philipp Zimmermann da rankommt, der ja immer gesucht wird in der Spitze. Aber der war zu lang dabei für ihn. Gut, ja. Marc-Philipp Zimmermann hat natürlich auch eine Sprungkraft, da könnte auch zum Skispringen gehen. ein super Kopfballspiel, ein super Timing. Ist eigentlich, hätte ich ihm so einen Stürmer, habe ich ihm auch schon ein paar Mal gesagt, hätte ich gerne immer meiner Mannschaft noch mitgehabt, weil er einfach was hat, was nicht jeder hat. Und großartiger Stürmer, hat sich dann aber für seinen beruflichen Weg entschieden. Und macht ja. Als Polizist, ne? Genau, hat seine Ausbildung dann angefangen und. Wir haben uns damals bei Zwickau kennengelernt, wo ich mich mal für ein, zwei Mal fit gehalten hatte, wo ich von Dynamo weg bin. Und cooler Typ. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, gerade in dieser Spielklasse, wo wir ja hier auch bei diesem Verein von Halbprofitum sprechen, dass die Jungs da noch auch an ihr späteres Leben und an einen Beruf denken, der sie auch nach dem Fußballspielen noch ernährt. Und insofern ist das der richtige Weg und wahrscheinlich auch der einzig gangbare, wenn man bei solchen Vereinen spielt.
Ich kenne Marc-Philipp Zimmermann noch, also das liegt noch weiter zurück, aus seiner Zeit beim FC Carl Zeiss Jena. Auch ein guter Spieler. Da wurden ja viele Spieler weggeschickt aus Jena, wo man sich dann fragte, warum. Die sind dann anderswo aufgeblüht und in Auerbach war ja immer, also vorher war noch beim FSV Zwickau, glaube ich, hat es halt gesagt. Und dann in Auerbach die Lebensversicherung in den letzten Jahren. Immer solider Torschütze, immer seine Tore gemacht. In dieser Saison noch nicht so oft gefunzt, aber vielleicht war ja am Mittwoch der Treffer gegen Fürstenwalde so ein Auslöser. Ansonsten muss man sagen, dass beide Mannschaften heute, naja, nicht mit der besten Aufstellung spielen können, wie schon seit Wochen und Monaten eigentlich nicht. Hatte mit Volkhard Kramer gesprochen, dem sportlichen Leiter vom VfB, der natürlich sagt, uns fehlen also mindestens zwei, wenn nicht sogar vier wichtige Spieler, Stock und Müller, schon seit Monaten verletzt, Stammspieler beim VfB Auerbach, und dasselbe trifft für Halberstadt zu, wo auch ganz viele Spieler fehlen, auch wegen Corona-Erkrankungen, die sie zwar inzwischen überstanden haben. Aber man geht auf Nummer sicher und lässt sie noch mal durchchecken beim Arzt, bevor sie wieder ins Training bzw. aufs Spielfeld zurückkehren. Und da hat sich herausgestellt, bei dem einen oder anderen stimmten ein paar Werte nicht. Und da haben sie dann den Stecker gezogen und haben gesagt, nein, ihr spielt nicht. Ist das eine vernünftige Entscheidung, Benni? Ja, das Corona-Protokoll gibt es ja nicht umsonst. Ja. Wir Leistungssportler sind natürlich an der Grenze immer zu einem zu Herzproblemen etc. Und gerade nach so einer Virusinfektion, das ist aber auch bei jeder anderen Virusinfektion so, ja. Also nicht beim nur Corona, sondern auch bei der normalen Grippe, solltest du immer schauen, dass deine Werte in Ordnung sind, weil Herzmuskelentzündung dann auch, wir hatten ja auch schon ein paar Mal Spieler, die dann umgefallen sind auf dem Platz, sowas möchte man einfach in unserem Sport nicht haben oder sowas allgemein nicht haben. Deswegen hat das schon alles seinen Sinn und dann wartet man lieber noch ein paar Tage länger, als ein unnötiges Risiko zu gehen. So, hier gibt es ein kleines Problem beim Halberstädter Spieler. Mit der Nummer 33. Aber steht schon wieder und kann hoffentlich gleich weitermachen. Leon Schmökel. Nach diesem Rempler, den wir gerade gesehen haben. Ja, und so kommt es eben, dass Halberstadt heute ohne seinen Kapitän antreten muss, ohne David Vogt. Yannick Bachmann ist nicht dabei, Marcel Kohn fehlt, Julian Weigel auch, der hat eine Verletzung am Bein. Die anderen drei, wie gesagt, durch Corona noch nicht wieder fit. Und deswegen muss man improvisieren. Aber die Halberstädter, sie haben in der Winterpause ihren Kader verbreitert. Haben tatsächlich 9 Spieler neu geholt. Das war auch noch teilweise der Planung geschuldet vom Vorgängertrainer Benjamin Duda, der ja dann zum Berliner AK gewechselt ist. Der auch gesagt hat, wir brauchen mehr Qualität, wir brauchen einen breiteren Kader, gerade jetzt im Winter, wenn eben uns Corona-Fälle ereilen oder verletzte Spieler da sind, müssen wir einfach besser aufgestellt sein. Deswegen viele Neuzugänge in der Winterpause. 4 davon stehen heute hier auf dem Platz in Auerbach für Halberstadt. VfB ja auch inzwischen so eine kleine Multikulti-Truppe geworden mit Spielern aus dem benachbarten Tschechien. Ein Lette ist, glaube ich, dabei. Ein Syrer spielt dort mit. Also auch jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, in Deutschland Regionalliga Fußball zu spielen. Und auf der anderen Seite sind die Vereine natürlich auch dankbar, wenn sie junge, hungrige Spieler kriegen. Denn das schmale Budget gibt es einfach nicht her. Weder in Auerbach noch in Halberstadt dort irgendwelche Gestandenen und schon gar nicht Stars in Anführungszeichen zu holen. Wir reden ja immer noch von 4. Liga.
Auf der anderen Seite, ne, heute hätten wir ja das Spiel BAK gemacht gegen Lok. Da spielt ein Ben Hatira plötzlich beim Berliner AK. Gleiche Spielklasse, über 100 Bundesliga-Einsätze. So krass sind die Unterschiede in der Liga, ne? Verrückt. Also momentan spielt sich hier noch sehr vieles im Mittelfeld ab, was wie gesagt nicht verwundern muss, weil es sind beides nicht die Torgaranten der Liga. Und Auerbach setzt jetzt auch erstmal, sagte mir Volkert Kramer, so ein bisschen auf die verbesserte Abwehr, die man sich erarbeitet hat in der Winterpause. Nicht mehr so viele Gegentore zulassen und dann eben auch mal die Chance haben, durch einen Lucky Punch so ein Spiel zu gewinnen. Was in der Hinrunde ja nicht gelungen ist, weil man serienweise Tore kassiert hat. Gleiches gilt im Übrigen auch für Halberstadt. Wetter sieht aber jetzt ganz gut aus. Also der Wind ist auch ein bisschen übers Vogtland gezogen, aber hat sich jetzt tatsächlich verabschiedet. Und es dürfte heute keine Windlotterie werden hier, sondern reguläre Bedingungen. Ja, schön abgeblockt, keine Ecke. Und Stefan Schmidt, der Kempe im Tor. Auch einer, der schon lange dabei ist. Genauso wie Andreas Petersen. Zum dritten Mal verantwortlicher Trainer, jetzt in Halberstadt. Hat gesagt, ich helfe in der Situation, wo sich Benjamin Duda nach Berlin verabschiedet hat, der natürlich seine Chance sah, dort dann bei Vereinen, die ambitionierter sind, anzugreifen. Und Andreas Petersen verbunden mit Halberstadt und hat sich deshalb wieder zur Verfügung gestellt. Malina, auffälliger Spieler da auf der rechten Angriffsseite. Der Halberstädter versucht immer den Durchbruch bis zur Grundlinie. Vorhin wäre es ihm fast mal gelungen. Ist dann noch abgelaufen worden vom Auerbacher, aber der macht auf der rechten Seite ordentlich Betrieb. Und das war ein Foulspiel von Ciapulani, Sebastiano Ciapulani mit der Nummer 4, Freistoß. Gegen Ole Hoch, der jetzt auch den Freistoß treten wird. Ole Hoch, einer der Winterneuzugänge, kam vom 1. FC Magdeburg, ist ausgeliehen bis zum Saisonende, genauso wie Leon Schmökel bei den Halberstädtern. Und jetzt mit dieser Freistoßmöglichkeit. Patrick Baudi ist da knapp vorbeigerutscht am Ball. Ja, Stefan Schmidt, kennst du auch noch aus deiner aktiven Zeit, ne? Ja, natürlich. Wir haben immer gegeneinander gespielt. Ist ja schon eine kleine Ikone dort im Vogtland. Ja, ist so ein Eckpfeiler, wo sich auch ein bisschen Identifikation auch dann widerspiegelt. Und ja, man sieht halt auch über die Jahre, wie sich so ein Kader verändert. Ja, das natürlich hört der ein oder andere auf. Es kommen neue Spieler, die Fußstapfen neu besetzen und ihre eigene Geschichte schreiben wollen dort. So, jetzt haben sie sich mal da schön durchgetankt und gibt den nächsten Eckball für Auerbach. Ja, davon ist Schmidt einer von diesen Identifikationsfiguren. Genau. Marcel Schlosser war einer, Marc-Philipp Zimmermann. Aber irgendwann haben sie ja eben alle mal das Alter erreicht.
Das ist ganz normal, ja, das wird auch kommen, aber wichtig ist halt, dass auch wieder was nachkommt. Ja. Ja, auch, ich finde es ja immer schön, also ich bin gerne beim VfB Auerbach gewesen, tolles Stadion, tolle Atmosphäre auch für diese Liga und ja. Deswegen hoffe ich auch, dass sie unbedingt die Klasse halten. Auf jeden Fall. Sie gehören definitiv in die Regionalliga. Auf jeden Fall, mittlerweile ein Urgestein seit 10 Jahren dabei und da ist die Möglichkeit, aber abgepfiffen. Da ist ein bisschen zu hart angegangen worden, der Torhüter Lukas Tichos. Nach diesem Eckball und der Kopfballchance von natürlich Marc-Philipp Zimmermann. Du hast gesagt, das Kopfballmonster. Ja, da hat er gezeigt, was er für ein Timing hat. Er ist ja eigentlich wesentlich kleiner als der Innenverteidiger, schafft es aber trotzdem, an den Kopfball zu kommen. Dass jetzt die beiden Jungs dann noch zusammenstoßen, klar, er geht mit den Händen voraus. Ich glaube, es war auch keine Absicht. Pfeift man ab und gut. Aber das war natürlich jetzt schon eine Torchance, wo es hätte gut und gerne jetzt auch 1-0 stehen können. Und ja, dann wäre auf jeden Fall schon mal hier ein Treffer im Spiel gewesen. So sieht's aus. Am Mittwoch haben sie auch 20 Minuten gebraucht, um gegen Fürstenwalde reinzukommen in dieses Spiel. Lief ganz ähnlich ab und dann plötzlich fiel der erste Treffer und alle Wellen waren im Grunde gebrochen aus Auerbacher Sicht. Und dann haben sie das richtig gut runtergespielt in der zweiten Halbzeit. Dann zwar noch hinten raus ein Gegentor kassiert gegen Fürstenwalde, aber solider Auftritt des VfB und natürlich große Erleichterung nach diesem ersten Sieg 2022. Ja, und an unsere Zuschauer, die uns heute Nachmittag zugucken bei diesem Abstiegskrimi Auerbach gegen Halberstadt. Natürlich auch unser Spio-Hinweis. Hier aber eine große Torchance, die Stefan Schmidt nicht vereiteln muss, weil der Ball schon im Aus war. Ja, also ich möchte Sie hinweisen, liebe Zuschauer, auf unsere Spio-App, die Sie sich natürlich runterladen können, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Schätze ich mal, Benny hat es auch gemacht, ich natürlich auch. Live-Ticker vom aktuellen Fußballgeschehen, von den Spielen heute Nachmittag und an jedem Wochenende. Dazu Videos, Kommentare über alles, nicht nur vom Fußball, alle anderen Sportarten natürlich auch. Und die Spio-App, die verrät Ihnen auch an solchen Tagen wie heute. Das Chemie. Genau, zurückliegt gegen Hertha BSC. Ein weiteres Spiel aus mitteldeutscher Sicht, das heute Nachmittag noch stattfinden kann. Also Chemie Leipzig im Zugzwang liegt zurück gegen die Amateure von Hertha BSC. Das also haben wir gerade von der Spio-App erfahren. Was würde ich wohl ohne diese App machen, wenn wir hier gar nichts gehen. Du müsstest gar nicht. Ich bin gar nicht auf der Höhe sonst. So sieht's aus. Also, da ist in Leutsch schon ein Tor gefallen, hier im Vogtland noch nicht. Eine gute Gelegenheit haben wir gesehen für den VfB. Den einen oder anderen konnte auch der Halberstädter aber noch nicht richtig zu Ende gespielt. Und das Verrückte ist ja, Benni, man weiß ja noch gar nicht in dieser Saison, wie viele Mannschaften eigentlich absteigen aus dieser Regionalliga. Das ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig. Im Moment, wenn man sich die Tabelle anschaut, sind die letzten drei markiert als Absteiger. Aber es können auch mehr Mannschaften sein. Ja, das ist natürlich immer ein großes Problem, weil du in eine Saison reingehst. Du weißt eigentlich, okay, du brauchst diesen Punkteschnitt. Und dann hast du am Ende des Jahres, keine Ahnung, die ominöse 40-Punkte-Marke, die es eigentlich ja schon gar nicht mehr gibt, weil sich das ja sehr entzerrt hat in den letzten Jahren. Also man hofft dann immer, dass keiner von oben runterrutscht. Ja, das weißt du aber auch tatsächlich erst in den letzten 3-4 Spieltagen. Und bis dahin, klar, musst du irgendwie versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um nicht dann noch reinzurutschen. Aber heutzutage haben wir immer Insolvenzen. Es gibt immer wieder unvorhergesehene Themen. Also selbst wenn man absteigt, ist ja heute die Möglichkeit noch groß, trotzdem noch in der Liga zu bleiben. Aber, ja, du sagst es, ist ein riesengroßes Problem und das macht ja auch das Gemüt jetzt nicht besser. Und deswegen ist natürlich jeder Punkt, den man hier sammelt, ein sehr wichtiger Punkt, um am Ende über dem Strich zu stehen, wo auch immer der Strich dann sein wird. Auch da war das Bein ein bisschen hoch, wird zurückgepfiffen. Also
kann ja durchaus passieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber dass jemand aus der dritten Liga noch runterkommt, das ist ja auch noch sehr spannend. Mit Viktoria Berlin, mit dem Halleschen FC, alles Mannschaften, die noch nicht safe sind. Zwickau hat sich jetzt ein bisschen berappelt. Und wenn da jemand in diese Regionalliga Nordost absteigen würde, dann würde es entsprechend mehr Absteiger geben. Und das wäre natürlich hart. Ja, das ist korrekt, aber trotzdem muss man das auch noch mal anders ein bisschen betrachten. Ja, also wenn man wirklich am Jahresende knapp die Klasse hält und dann durch halt einen Absteiger aus der dritten Liga, der dann in dieselbe Spielklasse fällt, dann muss man auch sagen, dann hat man es auch nicht anders verdient. Das klingt zwar hart, aber es ist so. Du hast die ganze Saison Zeit, dieses Thema zu lösen. Und wenn du dann durch einen Punkt am Ende überm Strich stehst, dann aber absteigst, dann muss man auch sagen, dann ging es halt auch nicht anders. Ja, das ist hart und das wünscht man auch keinen Verein, weil viele Arbeitsplätze da dran hängen. Aber das ist Sport, das ist Fußball, das gehört einfach dazu. Und macht es ja auch irgendwo spannend. So hart es klingt, es ist nun mal also spannend. Nicht jammern, auf Deutsch gesagt, sondern hat 38 Spieltage Zeit. 100% für die entsprechenden Punkte natürlich zu sorgen. Ne? Und davon brauchen beide hier, Auerbach und Halberstadt, noch einige. Um wenigstens erstmal, wie du sagst, an diese ominöse 40 ranzukommen, die ja oftmals gereicht hat. Immer bei Freistößen wird es gefährlich bei den Auerbachern. Auch wenn dieser Schuss hier von André Brechtza deutlich übers Tor geht. Der Tscheche, der am Mittwoch ebenfalls zu den Torschützen gehörte beim 3:1 gegen Fürstenwalde. Also die besseren Torchancen, die liegen bisher auf Seiten des VfB Auerbach. Wir haben die 20. Minute überschritten. Und das war auch, wie gesagt, der Zeitpunkt, als am Mittwoch dann langsam die Post abging gegen Fürstenwalde. Mal sehen, wie sich das heute hier gestaltet. Halberstadt ja auch durchaus eine Mannschaft, die gute Fußballer hervorgebracht hat oder in ihren Reihen hatte. Ne? Wir erinnern uns nur an Beckus, der jetzt mittlerweile beim BFC ist und zwischendrin eine super Zeit in Magdeburg verbracht hat. Spielte auch mal in Halberstadt, spielte auch schon vorher bei Rot-Weiß Erfurt, aber dann in Halberstadt ist er so ein bisschen aufgeblüht. Ne? Dadurch ist dann auch der FCM auf ihn aufmerksam geworden. Andreas Petersen hat ihn dann hingeholt nach Magdeburg und dort hat er wirklich eine tolle Karriere gemacht. Wir hatten es ja eingangs besprochen, dass Halberstadt über hervorragende Möglichkeiten verfügt und dass sie natürlich auch mit anderen Ambitionen vor 4 Jahren, ich glaube es muss vor 4 Jahren gewesen sein, auch in die Liga gekommen sind und zum Teil damals ja auch bessere Möglichkeiten hatte als Lokomotive Leipzig, wo ich zu dem Zeitpunkt bei Lok war. Ja. Aber durch diese Pandemie ist es einfach ein riesengroßes Problem geworden. Ja, natürlich, die Sponsoren hängen da dran. Da hängen auch dann Anonyme oder Gönner des Vereins einfach mit dran, die dann sagen, nee, wir können uns das nicht mehr vorstellen, in Fußball zu investieren. Ja, logisch, die haben eigene Probleme. Ne? Natürlich, aber das Projekt ist deswegen ja nicht zu Ende. Aber man muss die Liga jetzt überstehen, um einfach einzuatmen, um dann wieder mal ein kräftiger auszuatmen. Und ich glaube auch, dass die Jugendarbeit für jeden dieser Vereine wichtig ist. Und Auerbach wird ja selbst irgendwann davon profitieren müssen, weil man einfach nicht mehr die finanziellen Mittel hat, um ehemalige Drittligaspieler zu verpflichten. Also ein schöner Angriff jetzt mal über die linke Seite der Auerbacher, wo sonst auch meistens über rechts gespielt wird, findet aber noch keinen Abnehmer. Also es geht einfach darum, die Saison erstmal irgendwie zu überstehen. Es ist jetzt die dritte Corona-Saison. 2 sind schon abgebrochen worden für Vereine wie Auerbach und Halberstadt. Wie gesagt, eigentlich fast tödlich, auch wenn man an die Sponsorenlandschaft denkt, so wie du das gerade beschrieben hast. Und jetzt heißt es irgendwie hier Augen zu und durch die Saison überstehen und dann mal gucken, was in Zukunft geht. Aber es wäre für beide sicherlich sehr, sehr schade und bitter, in die Oberliga zu müssen. Denn wie schwer es dort ist, wieder rauszukommen, das sehen wir auch an den aktuellen Beispielen bei Rot-Weiß Erfurt und bei anderen Vereinen wie Plauen, die seit Jahren versuchen, wieder hochzukommen. Und das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Da ist immer jemand besser. Ja. Ja.
So, und dieses Spiel Auerbach gegen Halberstadt ist unser Live-Angebot für heute Nachmittag. Wir haben aber noch mehr Live-Sport zu bieten am heutigen Tag, nämlich Basketball. Heute Abend, Riesenspiel, die Niners Chemnitz treffen im DBB-Pokal Halbfinale auf Alba Berlin. Benny, das wird ein Top-Spiel. Du bist ein bisschen basketballaffin, habe ich gehört. Du magst auch diese Sportart. Was sagst du dazu, dass die es so weit geschafft haben? Erstmal total cool für unsere Region hier, ja, dass wir gegen dass der Osten durch so eine tolle Mannschaft da vertreten wird, gerade gegen Alba. Und ich hoffe, dass sie für eine Sensation sorgen, weil dann haben wir, glaube ich, auch noch in den nächsten Wochen viel Spaß darüber zu berichten hier, Sport im Osten. Ist ja großartig, was sie leisten aktuell. Ne? Super. Tabellenzweiter in dieser Basketball-Bundesliga. Letzte Woche oder diese Woche Dienstag schon wieder die Bayern bezwungen zum zweiten Male. Das will schon was heißen. Und heute Abend könnte der größte Coup gelingen, wenn man Alba auch noch wegputzt. Dann wäre man im Finale um den Pokal. Und dann würden wir morgen im MDR-Fernsehen dieses Pokalfinale auch für Sie live nach Hause liefern, liebe Zuschauer. Jetzt würden wir uns auch mal über einen Treffer hier im VfB-Stadion freuen. Vielleicht ergibt sich jetzt mal was. Ach, da rutscht er weg. Schade. Hätte was werden können. Wir schieben es jetzt einfach mal auf den Platz. Das Einfachste, was man kann. Aber es ist natürlich, ich meine... Ja, wer heute hier ein Leckerbissen erwartet hat, der ist, muss man natürlich auch klar sagen, der lag falsch. Ja, wir reden hier wirklich über einen harten Abstiegskampf. Man steht nicht umsonst da unten. Der Platz ist für diese aktuelle Situation eigentlich einem sehr guten Zustand. Also glauben Sie mir, liebe Zuschauer, ich habe hier schon auf schlechteren Plätzen gespielt. Da konnte ich dann meine Schuhe nicht mehr unterscheiden vom Platz. Ja. Die Bedingungen sind gut, aber natürlich, wir sehen, es ist Regionalliga-Fußball. Und was mir am meisten auffällt, ist, dass der erste Kontakt, also quasi die erste Annahme, ja, die ist hier sehr, sehr fahrig. Man hat immer wieder verspringt der Ball liegt nicht richtig, der nächste Pass, der folgt, kann nicht sauber gespielt werden. Und das lässt keinen flüssigen Spielverlauf zu. Und ich glaube wirklich, wir müssen uns heute auf ein richtig rotziges, dreckiges Spiel mit Langholz, also mit langen Bällen einstellen. Und das wird auch nicht schöner werden, ja. Da kann man auch mit noch so viel Make-up versuchen, das zu schönen. Also heute wird es ein richtig hartes Stück Brot. Es stehen, wie gesagt, auch sehr viele junge Spieler auf dem Platz. Du hattest es vorhin erwähnt schon, das kann ja auch nur das einzige Konzept sein, dieser Vereine mit jungen Spielern dort in die Zukunft zu gucken und zu schauen, wen man weiterentwickeln kann, wen man größer machen kann. Und da verspringt natürlich auch der eine oder andere Ball mal, wenn man da nicht richtig reagiert und vorher noch A-Jugend gespielt hat oder eben keine Regionalliga-Erfahrung gemacht hat, sind ja auch Spieler dabei, die vorher nur Oberliga gespielt haben. Das ist dann eben was ganz anderes. Ja, ich hatte die Auerbacher Ende letzten Jahres zuletzt gesehen. Da haben sie beim FC Karlsruhe Jena gespielt. Dort nur knapp verloren mit 2:1. Das Tor fiel in der dritten oder fünften Minute der Nachspielzeit für Jena. Also da tat sich der FCC auch schwer gegen diese Auerbacher, weil sie da kompakt standen und das hinten eigentlich gut gelöst haben. Und ja, seitdem hat es eine gewisse Entwicklung gegeben auch beim VfB Auerbach. Ich hatte es angedeutet, nicht mehr so viele Gegentore. Dann gab es anschließend noch ein 1:5 in Chemnitz, wo sie landuntergegangen sind. Und deswegen hat Sven Köhler dann in der Vorbereitung jetzt auf diese Rückrunde mehr Augenmerk auf das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft gelegt. Da geht es ja nicht nur darum, dass die hinten aufpassen, ne, Benni?
Abwehrverhalten fängt ja woanders schon an. Du hast dich wahrscheinlich auch geärgert, wenn dann immer nur auf den Torhüter oder auf die Abwehrspieler geschimpft wurde. Ist ja nicht so. Müssen ja auch andere mitziehen. Absolut, aber trotzdem, wenn du Torhüter bist, dann bist du nun mal einfach die letzte Instanz. Du musst alles ausbügeln, ja? Nach dir kommt nichts mehr. Das heißt, nach dir ist Tor. Damit musst du aber leben, sonst kannst du diese Position nicht spielen. Aber wenn ich es einfach gehabt hätte oder haben wollen würde, dann wäre ich Stürmer geworden. Da bin ich weg von jeglicher Verantwortung. Wolltest du nicht, nein. Da kann man auch mal einen drüber hauen oder auch zwei oder drei pro Spiel. Ja, aber das vergisst man halt schnell. Ja. Und ist trotzdem meistens nicht am Gegentor schuld. Ja, ob das Sven Köhler gefällt, was er bisher sieht, was meinst du? Ja, dafür müsste ich ihn jetzt fragen wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss halt aus meiner Sicht sage ich, es ist nun mal wirklich ja, der Situation geschuldet. Ne? Wenn du im Abstiegskampf steckst, dann spielst du einfach keinen Hurra-Fußball. Und dir fehlt natürlich das Selbstbewusstsein. Und dann bist du auch keine Mannschaft, die sich 10 Torchancen erarbeitet, sondern du brauchst dann 1, 2, 3 pro Spiel, erstmal überhaupt in diese Torchancenstatistik zu kommen. Und dann musst du sie auch noch reinmachen. Also es ist nicht einfach. Man hat zwar mit Zimmermann einen Stürmer drin, der einfach über den Durchschnitt normalerweise spielt, aber auch er ist davon abhängig, was bekomme ich für Bälle, wie kriege ich sie serviert. Ja, und das ist momentan wirklich keine schöne Zeit, um Fußball zu leben. Mal nachgeschaut, bisher hat Auerbach in dieser Saison 24 Tore seinen Fans präsentiert. Das ist natürlich auch nicht der Burner nach 25 Spieltagen. Nur Tasmania Berlin hat noch seltener getroffen. Also da sieht man schon, wo die Probleme liegen. Aber man kann sich auch keine Stürmer backen. Wir gerade den Neuzugang Felix Stumpe mal kurz im Bild bei Germania Halberstadt, der heute seinen ersten Einsatz von Beginn macht für die ganz in Rot spielenden Gäste. An. Da fehlt auch ein bisschen der Mut, die Risikobereitschaft, auch natürlich die Qualität, mal auch einen tödlichen Pass zu spielen. Es geht hier nur hin und her, es geht hier von Box zu Box. Ein Spielverlauf ist nicht möglich, es ist unheimlich zäh. Und ja, also das habe ich jetzt auch selten gesehen, dass jemand einen Abwurf macht, aber direkt über die Mittellinie. Direkt über die Mittellinie, also ja. Respekt. Und das ist halt das, was dem Spiel fehlt. Ja? Dieser Mut, der Charakter gerade und. Na, jetzt ja. Mal wieder. Zumindest. Eine Torchance. Na, immerhin. Marc-Philipp Zimmermann nimmt sich da mal ein Herz aus 16 Metern und haut eben einfach mal drauf. Muss man einfach mal probieren. Manchmal rutscht auch bei diesen Platzverhältnissen mal einer durch. Aber zumindest mal wieder eine Torannäherung jetzt in dieser 34. Spielminute vom VfB Auerbach. Und die werden sich natürlich auch sagen, wenn wir am Ende 1:0 gewinnen, ist es auch egal. Wir müssen hier nicht Tore am Fließband machen, wobei das ja sowieso schwierig ist. Ich hatte gerade von der Statistik gesprochen, aber 1:0 ist halt auch gewonnen. Mein Vater würde sagen, über die Linie reicht. Auf jeden Fall. Andreas Petersen bereitet da schon irgendwas vor. Ist wahrscheinlich auch noch nicht so ganz zufrieden mit der Angriffswucht seiner Mannschaft. Gilt ja als Motivator in Halberstadt. Hat sich letzte Woche riesig gefreut über den Punktgewinn gegen Karlsruher Jena. Die Jungs da nochmal zusammengenommen nach dem Spiel. Da haben sie ein kleines Freudentänzchen da veranstaltet in Halberstadt. Das ist klar.
der Motivation für das gesamte Team tut das natürlich gut, wenn man weiß, man kann an bestimmten Tagen, wenn auch mit ein bisschen Glück, auch mal gegen einen der Großen mithalten. Auch wenn Halberstadt da jetzt an dem Tag nicht so viel fürs Spiel gemacht hat. Aber immerhin, den Punkt musst du erst mal holen. Ja, und das Fußball ist immer offen. Ja, der Letzte kann den Ersten schlagen. Wie oft haben wir das schon gesehen? David gegen Goliath, ja, das ist immer möglich. Deswegen lieben wir auch einfach diesen Sport so. Und wenn du mit viel Leidenschaft, mit Kampf und dir einfach auch das Spiel annimmst, dann kannst du auch mal über Zenit spielen. Dann gewinnst du halt auch mal so ein Spiel oder holst halt einen wichtigen Punkt. Und der Punkt kann am Ende halt wichtig sein, weil das ist der Punkt vielleicht, der dich über den Strich schickt, ne? Und halt den Klassenerhalt damit sichert. Also durch einen Punkt mehr oder weniger sind schon Meisterschaften entschieden worden. Und deswegen, die beiden Mannschaften haben hier noch viel vor sich. Sie müssen noch ganz, ganz wichtige Spiele gewinnen, weil keiner der beiden ist safe. Und so muss man sich die hart erarbeiten. Und jetzt kommen eben auch die Spiele, die man ziehen muss. Zum Beispiel für Auerbach heute. Nächste Woche geht es dann nach Meuselwitz. Die hängen ja auch noch mit unten drin. Haben aber, glaube ich, sogar auch bessere Voraussetzungen als in Auerbach. Also die müssten auch ein bisschen woanders stehen eigentlich mit ihrem Kader. Aber das sind die Spiele gegen die unmittelbare Konkurrenz, wo eben der VfB seine Punkte holen muss und Halberstadt genauso. Wie gesagt, der letzte Auswärtssieg im Juli bei Chemie Leipzig. Das ist lang, lang her und die wären auch mal wieder fällig heute. Da müsste mal wieder was passieren. Vielleicht ja jetzt bei diesem Freistoß, den sich Tim Heike zurechtlegt. Der beste Halberstädter Torschütze aktuell mit 6 Treffern. Macht das direkt oder mal schauen. Ist noch ein bisschen weit weg vom Tor, aber naja, man kann es ja mal probieren. Tim Heike, naja, war doch zu weit weg. Seite, entweder Guzajews oder jetzt Moritz Seidel, die da mal Anlauf genommen haben, werden aber geblockt. Benny Kirsten hat es angesprochen, weil eben oft der erste Ball verspringt, weil man die Bälle nicht festmachen kann, auch im gegnerischen Strafraum. Und dann grätschen zwei Abwehrspieler dazwischen und da ist er schon wieder weg. Oh, das war riskant jetzt von Lukas Zichos. Wenn das gewollt hätte, ja. Ich glaube, dass er es so nicht wollte. Nee. Ansonsten Chapeau. Ja. Eckball also für Germania Halberstadt. Auch ein VfB, haben ja beide im Vereinsnamen das VfB, die VfB-Kennung. Und dann nochmal von der linken Seite, aber auch der findet keinen Abnehmer, weil hinterm Tor steht kein Stürmer. Und der Platz in Auerbach ist ja auch ein bisschen speziell. Ich glaube, der erfüllt gerade so die Mindestmaße. Ne? Also da muss man das auch richtig einschätzen, wie man hier Freistöße, Flanken und so weiter schlägt. Aber es ist ein cooles Gelände. Ja. Also immer, wenn es hieß, wir spielen in Auerbach, unabhängig davon, dass wir da nicht oft gewonnen haben, aber das ist halt ein schönes Charakterstadion, wo du einfach gerne hingefahren bist. Und das ist cool. Und deswegen, ich würde mich wirklich ärgern, wenn sie die Liga nicht halten würden, weil dann fällt wirklich so ein Stück Regionalliga-Tradition weg.
Und eigentlich brauchen wir das. Auf wir jeden brauchen Fall. Sowas. Und, das Vogtland braucht das ja, auch. Absolut. Ne? Also die brauchen auch eine gute Fußballmannschaft. Und das wäre jammerschade, wenn das nach über 10 Jahren zu Ende ginge. Und ich kann mich auch erinnern, ich war da auch schon öfter vor Ort. Dann war drüben tatsächlich auch die Tribüne voller Zuschauer. Und das war ein richtiger kleiner Hexenkessel. Und da haben sich viele Mannschaften schon die Zähne ausgebissen. So, Benny Kirsten wird sich jetzt 2 Etagen nach oben begeben zu Guido Pirskalla ins Studio für die Halbzeitanalyse. Und in den letzten 5 Minuten dieser ersten Halbzeit hoffen wir natürlich, dass hier noch was passiert auf dem Platz. Ein Tor täte dieser Partie, wie man so schön sagt, jetzt richtig gut. Es gab 2, 3 Ansätze, aber ging leider nicht über den Ansatz hinaus, was uns die beiden Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Nordost bisher anzubieten hatten. Was aber auch nicht unbedingt verwundert. Keiner will natürlich hier auch das erste Gegentor kassieren, um dann die Verunsicherung noch größer werden zu lassen. Ein Versuch von der rechten Seite, aber bisher steht die Auerbacher Innenverteidigung gut. Also damit können Sven Köhler und seine Mannen zufrieden sein. Abwehrverhalten bis jetzt auch in Ordnung für dieses Spiel. Und da stand der halbe Halberstädter Spieler im Abseits. Diese Flanken, die müssten eben präziser kommen, wie gerade gesehen von Malina, der sich da auf der rechten Seite viel Mühe gibt, aber die Bälle kommen nicht durch. Und Stefan Schmidt hat den Ball sicher, lässt in dieser Phase nichts anbrennen. Der altgediente Torhüter vom VfB Auerbach, der schon lange dabei ist, der schon viele Sternstunden mit seinem Verein erlebt hat, aber eben auch manch bittere Niederlage, der einfach dazugehört hier im Vogtland. Jetzt eine Möglichkeit. Er springt da am Ball vorbei, der gerade noch gelobte Stefan Schmidt, aber ohne Konsequenzen zunächst für seine Mannschaft. Na, das war eine schöne Aktion von Halberstadt, Nummer 37 von Felix Stumpe, dem Neuzugang von Eintracht Braunschweig. Hier haben wir ein Bild, der sich also auch an die Regionalliga-Luft erstmal gewöhnen muss. Kam bei den Profis in Braunschweig nicht so oft zum Einsatz, hat sich deshalb für einen Wechsel nach Halberstadt entschieden. Und jetzt hier, würde ich sagen, mit der besten Torchance in dieser ersten Halbzeit. 44 Minuten hat es gedauert. Und da musste sich Stefan Schmidt schon ganz schön lang machen, um hier das 0:1 zu verhindern. Sie sehen es hinten an der großen Anzeigetafel, liebe Zuschauer, auch nach Ecken. Ausgeglichenes Spielverhältnis im Moment 2:2 Ecken, 0:0 Tore.
Und das widerspiegelt auch das, was wir hier in den ersten jetzt knapp 45 Minuten gesehen haben. Es fehlt ein bisschen der Mut. Benny Kirsten hat es gesagt, auch mal was Unerwartetes nach vorn zu machen. Das war jetzt gerade mal so eine Aktion. Und davon wünschen wir uns in der zweiten Halbzeit natürlich mehr. Also wenn was geht bei dem VfB Germania, dann ist es, wie gesagt, meistens über die rechte Seite. Marc-Philipp Zimmermann den Ball hier schön mitnimmt. Kommt er da noch ran? Ja. Kommt er aber nur auf Kosten eines Freistoßes. Thomas Keppel, der Stürmer des VfB Auerbach. Und das war auch die letzte Aktion, dieser Freistoß gegen Fabian Reitel. Denn Schiedsrichter Michael Wilske bittet zum Pausentee hier im VfB-Stadion in Auerbach. 0:0. Noch keine großen Highlights, noch nicht viel zu tun für die beiden Torhüter, für Lukas Zichos und für Stefan Schmidt, bis auf diesen schönen Schuss von Felix Stumpe da in der 44. Minute. Die bislang beste Torgelegenheit in dieser ersten Halbzeit, die hatte der VfB Germania Halberstadt. Tore sind noch keine gefallen. Wir hoffen drauf, dass in der zweiten Halbzeit was passiert. Und damit gebe ich erstmal ins Studio zu Guido Pirskala und Benny Kirsten. Ja, vielen Dank. Und was nicht ist, kann ja noch werden nach den 45 Minuten, oder? Wir hoffen es mal. Ja, also ich denke auch, ihr habt oben schon alles gesagt, Abstiegskampf. Beide Mannschaften riskieren wenig. Die eine Chance haben wir gerade eben noch hier unten gemeinsam gesehen. Erwartest du dir mehr in der zweiten Halbzeit? Also ich erwarte schon noch ein bisschen was, natürlich, weil hier geht es um viel. Ja, es sind wichtige 3 Punkte für beide Mannschaften. Mhm. Und wir hatten auf beiden Seiten auch durchaus Torchancen, jetzt nicht zwingende Torchancen, ja, aber keine hundertprozentigen. Aber dennoch, beide Mannschaften leben. Ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit und vielleicht das ein oder andere, ja, den einen oder anderen Aha-Moment würden das Spiel, glaube ich, auch noch auffrischen. Ja, du kennst ja Sven Köhler bestens von Auerbach, den Trainer. Wird der, wenn es so bleibt, in der letzten Viertelstunde noch ein bisschen mehr riskieren, damit man sich ein bisschen entfernt? Oder glaubst du eher, dass er sagt, wir bleiben so hinten zu null, ist wichtiger? Ja, es kann tatsächlich auch so sein, dass man am Ende den Punkt mitnimmt. Ja, aber weil, wenn man viel riskiert, kann man natürlich auch einiges verlieren, wenn man nicht weiß, was man tut. Gerade die Regionalliga ist da eine Wundertüte. Mhm. Es gibt manchmal Mannschaften, die können gegen andere Mannschaften super bestehen. Und dann ist es ein zähes Stück Fleisch wie heute, wo du einfach gegen einen Mitkonkurrenten spielst und du genau weißt, wenn du das Spiel verlierst, dann, ja, dann hast du unten im Konkurrenzkampf um den Abstieg oder um den Klassenerhalt hast du natürlich dann schlechtere Karten. Ja, dann schauen wir mal 2 Klassen höher. Und schauen natürlich zu Dynamo Dresden. Die hatten gestern Abend Heidenheim zu Gast. Und so viel darf ich und will ich vorwegnehmen. Die knapp 6.800 Zuschauer wurden einer Achterbahnfahrt ausgesetzt, die am Ende das Eintrittsgeld auf jeden Fall wert war. Im Mittelpunkt aus Dresdner Sicht standen Trainer Alexander Schmidt und Stürmer Christoph Daferner. Auch Christoph Daferner fragte sich mit Spielende, wie geht man um mit diesen 90 Minuten, die geteilt waren in 2 völlig konträre Abschnitte. 2 Drittel gehörten Heidenheim, 1 Drittel Dynamo. Für die 6.792 Besucher, 10.000 waren gestattet und auch für die beiden Trainer war der Wendepunkt im Spiel eine Entscheidung des Schiedsrichters in Minute 60. Ja, man muss klar sagen, dass so die erste Halbzeit oder die erste Stunde war nicht befriedigend. Ja, wir haben schon versucht, ja, wir waren jetzt vom Einsatz her auch da, aber irgendwas hat gefehlt, der letzte Schritt oder einfach so dieser letzte Zweikampf. In Minute 60 dann entscheidet Schiedsrichter Franz Bokok auf Strafstoß für Dresden. Holt die Schwarz-Gelben so zurück in die Partie. Zu dem Zeitpunkt war Dynamo komplett raus aus dem Spiel und der Elfmeter am Ende holt Dynamo zurück. Und zur Wahrheit gehört dann auch, die 4 Chancen in der letzten Viertelstunde hatte Dynamo. Da kann es dann ganz bitter für uns werden. Und somit lebe ich dann oder wir mit dem Punkt.
Der Reihe nach. In der ersten halben Stunde die Schwarz-Gelben gegen gewohnt gut organisierte Gäste aus Heidenheim mit großen Schwierigkeiten. Direkt nach dieser Chance reagiert Alexander Schmidt und bringt für Löwe und Trüchal Giorbelice und Batista Meier. Es läuft die 29. Minute, also Höchststrafe für die beiden Ausgetauschten. Die Wechsel waren heute ein bisschen unpopulär, hab's den Jungs auch gesagt, aber es war einfach notwendig, ja. Noch bleibt auf dem Platz alles beim Alten. Heidenheim beginnt in Hälfte 2 zielstrebiger und geht in Führung, weil diese Flanke nicht verhindert wird. Und Michael Solbauer, er machte sonst ein gutes Spiel, das Kopfballduell gegen Stefan Schimmer verliert. 0-1 aus Dresdner Sicht, Heidenheim auf der Siegerstraße. Auf der Gegenseite gut eine Minute später. Julius Kade geht im Strafraum zu Boden, das Spiel läuft aber weiter. Erst ein Hinweis aus dem Keller, führt zur Überprüfung und zum Elfmeter für Dresden. Ja, dann holt meiner Meinung nach der Schiedsrichter Dynamo hier ins Spiel zurück. Und am Ende haben wir dann, klar, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal Glück, dass Dresden das Spiel dann nicht dreht. Christoph da Ferner will nichts dem Zufall überlassen und jagt die Kugel links oben ins Eck. 1-1 Dresden zurück und mit furiosem Schlusssport. Bis in die Nachspielzeit haben die Schwarz-Gelben gleich 4 gute Möglichkeiten, das Spiel doch noch zu gewinnen. Im Mittelpunkt dabei auch Sebastian May. Der Abwehrhühne war als Mittelstürmer ins Spiel gekommen. Er ist halt einfach wertvoll, egal wo er dann steht, bei Standards oder vorne. Er hätte fast das Tor noch gemacht, gell? Hinten raus hätten wir es noch gewinnen können. Im Endeffekt, glaube ich, ist dann das Unentschieden gerecht. Dynamo dankt da Ferner mit dem 4. Remis im neuen Jahr, aber auch wieder mit 2 Gesichtern in einem Spiel. Ja, Benni, du hast es selbst oft genug erlebt. 2 solcher Halbzeiten. Und ich meine, auf eine Sache kommen wir definitiv noch zu sprechen, auf die ersten Wechsel, auf die unpopulären, wie es Alexander Schmidt ausdrückt. Aber hast du irgendwie für dich schon eine Erklärung gefunden, warum man so 2 unterschiedliche Halbzeiten spielen kann? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern würde an der Seitenlinie stehen. Ja, das ist vielleicht so. Aber es ist natürlich schwierig, eine junge Mannschaft. Ja, es geht auf und ab diese Saison. Man hat eigentlich auch zwischendurch sehr, sehr gute Spiele gemacht. Jetzt im neuen Jahr hakt es noch ein bisschen. Hat aber gute Neuzugänge auch bekommen. Die müssen sich natürlich ein kleines bisschen akklimatisieren. Und ja, es wurde gut ausgedrückt. Am Ende ist es irgendwie komisch. Beide sind mit dem Punkt zufrieden, obwohl Dynamo hätte am Ende wirklich 3 Punkte sich holen können. Ja, vielleicht sogar müssen, aber gut. Kommen wir mal auf die Wechsel. Also ich meine, er hat es ja auch gestern versucht zu erklären oder erklärt. Er wechselt nach 29 Minuten Chris Löwe aus und den Václav Derschau. Drachal, ja. Und will ein Zeichen setzen. Ich meine, das ist natürlich mehr als ein Wachruf, oder? Naja, vielleicht ging der Plan auch nicht auf. Ja? Mhm. Es läuft ja nicht immer alles so, wie du das möchtest. Ja? Du gehst ins Spiel, du merkst, okay, du hast einen Matchplan und dann merkst du halt, es funktioniert nicht so, wie es soll. Und dann musst du natürlich dann auch das korrigieren, das ist natürlich klar. Ich war auch überrascht, bin ich auch ganz ehrlich. Als ich das gestern gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist sehr früh. Aber durch diese Wechsel, die man jetzt auch machen kann, also die Mehrfachwechsel, ist das auch ein Mittel, was man auch durchaus in der ersten Halbzeit verwenden kann. Mhm. Von daher muss man sagen, es hat danach ja auch ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Aber ich finde, er war dann auch mutig, selbst in der zweiten Halbzeit. Er wechselt ja dann in der 46. Borrello ein, in der 84. wieder aus. Also das heißt, von außen hat man das Gefühl, dass der Alexander Schmidt jetzt auch klar zeigen will, wir sind hier im Kampf um diese Liga. Und da ist mir egal, wer da sitzt, wer da auf dem Platz steht. Jetzt machen wir das, was ich sage. Ist das so? Ja gut, das ist bei jedem Trainer so. Ja. Ja, jeder Trainer ist der Trainer, ist der Chef. Und wenn er eine Entscheidung trifft, dann hat man sich als Mannschaft, als Spieler dem natürlich auch zu fügen. Und man muss ja auch mal verstehen, warum man Wechsel überhaupt durchführt. Ja, weil jetzt kam Borrello in der Halbzeit rein, wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Vielleicht ist das auch eine Vorsicht gewesen. Man weiß jetzt den Status des Spielers nicht. Hat er sich die Woche über vielleicht auch leicht verletzt? Oder kam er deswegen nicht von Anfang an? Du brauchst ihn aber vielleicht für die 40 Minuten, weil gerade Borrello ist ein Spieler, der unheimlich aktiv ist, der viele Wege umsonst macht und dann aber im richtigen Moment da ist. Und es ist ein Spieler, der das Spiel belebt. Und wenn der natürlich dann auch nicht hundertprozentig fit ist, dann kannst du ihn nicht von Anfang an bringen. Das heißt, man muss auch immer mal hinter die Fassade gucken und dann einfach sagen, okay, vieles hat vielleicht auch Sinn. Aber das weiß der Trainer natürlich nur selber. Ich kann es auch nur vermuten. Gut, jetzt wird natürlich auch Dynamo Dresden gerade gucken. Wir machen ganz schnell einen Schlenker zur zweiten Liga. Da wird heute 3-mal gespielt und da sind 2 Mannschaften bei, die ganz interessant sind. Logischerweise für Aue und auch für Dynamo Dresden. Denn Sandhausen führt
gegen den HSV. Pascal Testroth, ein alter Bekannter von dir. Bremen-Ingolstadt noch 0-0, aber auch Ingolstadt wäre jetzt schon an Aue vorbei. Aue im Moment letzter und Kiel gegen den KSC ebenfalls 0-1. Das wird ganz schön eng da unten, oder? Richtig eng. Das ist, wenn man Dynamo-Fan ist, natürlich noch eine harte Zeit in den nächsten Wochen. Aber das, wenn Fußball einfach wäre, dann würden das alle nicht so mögen. Und das gehört dazu. Und das ist nun mal das erste Zweitliga-Jahr. Da muss man sich oftmals anpassen. Mhm. Und ja, für Aue wird es natürlich immer dunkler. Gucken wir jetzt drauf. Also bei Erzgebirge Aue muss man, wie es heutzutage so schön heißt, all-in gehen. Verlieren die Veilchen auch in Düsseldorf, muss der Fokus wohl auf die Drittliga-Planung gelegt werden. 8 Punkte beträgt der Rückstand auf die Rheinländer jetzt schon. Und die haben ja einen Trainer gewechselt. Und da scheint es irgendwie Klick gemacht zu haben, denn dann gewannen sie 2-1 gegen Schalke. Und das war für die möglicherweise der Schritt zur Wende. Und den Schritt, den will man natürlich auch unbedingt bei den Veilchen gehen. So, gejubelt hat Aue das letzte Mal vor 7 Jahren in Düsseldorf. 2015 holen die Veilchen ihren letzten Auswärtssieg bei der Fortuna. Ein Dreier, der in der jetzigen Situation wichtiger denn je ist. Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass wir uns in einer sehr schwierigen Situation befinden. Und wir bereiten uns jetzt auf ein Spiel vor, wo wir natürlich alles versuchen werden, unseren Strohhalm zu ziehen. Und dieses Flämmchen dann auch immer aufrecht zu erhalten, dass wir unser kleines Wunder dann doch schon noch schaffen. Aue, letzte Woche Freitag. Es sind Minuten der Hoffnung im Erzgebirge. Und da ist Hochscheid gerade eingewechselt. Jan Hochscheid, was macht der denn? Jan Hochscheid, 2-2! Minuten, die Wochen, Monate vergessen machen. Am Ende der gleiche Rückschlag wie so oft. Keine Punkte. Eine Woche später die Frage, wie gegen Düsseldorf bestehen? Wie bestehen, wenn beste Chancen nicht genutzt werden? Mit dem Ergebnis, immer weiter in den Tabellensumpf zu rutschen. Wir müssen halt gucken, dass wir das Glück erzwingen und nie einbrechen. Und deswegen habe ich gesagt, haben wir dort einen Riesenschritt, trotzdem in die richtige Richtung gemacht, mit 10 Mann, trotzdem vor unserer heimischen Kulisse, trotzdem so zurückzukommen. Auch abseits des Platzes wird sich im Erzgebirge mit allen Szenarien beschäftigt, wie es weitergeht. Teamchef Marc Hensel will mit seinem Team auf jeden Fall nicht aufgeben. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Es steht aber natürlich auch fest, dass es auch in diesem Bereich natürlich auch Gespräche gibt. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass das hier mein Verein ist. Dass ich diesem Verein sehr, sehr viel zu verdanken habe und dass ich auch immer klipp und klar gesagt habe, entweder Aue oder niemand. Trotz oder dem Schicksal ergeben. Marc Hensel wird wahrscheinlich Ersteres wählen und kann nur hoffen, dass seine Stürmer ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zurückfinden. Ja, die Zukunft für Aue ist sehr ungewiss, aber auch für Marc Hensel. Der will im Sommer den Fußballlehrer machen, egal ob dann zweite oder dritte Liga. Das wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja, ich glaube, dass die Ausbildung, parallel läuft. Also egal, was jetzt im Sommer passiert, er muss ja den nächsten Schritt als Trainer gehen. Also ewig Teamchef möchtest du nicht bleiben. Den Anspruch hat er an sich selbst ja auch. Er hat den Verein oder die Mannschaft übernommen in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Und da kannst du auch nicht innerhalb von ein paar Wochen großartige Effekte erzeugen. Das dauert seine Zeit. Es ist auch eine Mannschaft, die von der Personaldecke her sehr dünn ist. Es ist nicht so einfach, wie man sich das immer denkt, dass man jeden Spieler bekommt, den man haben möchte. Auch Aue hat seine Grenzen und die wurden auch Anfang der Saison klar aufgezeigt. Und ja, man plant sicherlich auch für den Worst Case, dass man, wenn man in der dritten Liga ist, dann auch eine neue Mannschaft aufbauen muss. Und ja, die Spiele werden weniger, der Punktabstand wird immer größer oder bleibt gleich. Es ist eine harte Zeit. Und das Spiel natürlich gegen Düsseldorf und auch das von RB Leipzig gegen Hertha können Sie natürlich bei uns immer in der App hören. Ja, und dann schauen wir mal ganz schnell in die dritte Liga. Zwickau hat ja auch Zwangspause. Das Spiel gegen Verl wurde ja wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Dann gucken wir aber mal auf den ersten FC Magdeburg, auf den Primus. Der hat heute Borussia Dortmund, die zweite Mannschaft, zu Gast. Und wenn ich es richtig sehe aus der Entfernung, steht es da noch 0-0. Ja, und jetzt werfen wir einen Blick Richtung Korbjäger oder besser gesagt auf die Mannschaft der Stunde im deutschen Basketball, die Niners aus Chemnitz. Ja, Sommermärchen und Wintermärchen sind schon geschrieben, aber was die Riesen aus der Kulturhauptstadt in Chemnitz derzeit abliefern, ist einfach phänomenal. Es sind nicht nur die Siege über Bayern, wie am Dienstag, nein, es ist die gesamte Saisonleistung. Und die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore sind Zweiter in der Bundesliga, hinter den Bayern. Die letzten 4 Spiele wurden allesamt gewonnen. Und heute Abend stehen sie im Finale, im Final Four des deutschen Basketballpokals als erste mitteldeutsche Mannschaft überhaupt. Und der Gegner ist dann Alba Berlin. Du bist Basketballfan?
Ja, ich war früher mal ein großer Basketball-Fan. Also auf der Sportschule hatte ich einige Mitschüler und Freunde, die bei den Bayer Giants damals gespielt haben. Okay. Damals auch ein, also ist, glaube ich, Rekordmeister gewesen eine Zeit lang. Ja, deswegen hat man, kommt man natürlich damit in Berührung, aber an meiner Größe... Point Guard. ich war nicht so der Längste und deswegen habe ich mich dann gegen eine aktive Basketballkarriere entschieden. Aber ich meine, das ist schon ein Ding, was Sie da machen, oder? Ja, natürlich, absolut. Für unsere Region total wichtig. Ja. Und wenn Sie das Spiel sehen wollen gegen Alba Berlin, dann sind Sie bei uns genau richtig. Heute Abend zeigen wir das im Livestream. Und wenn die Chemnitzer gewinnen, dann sind wir auch morgen live dabei, hier im Fernsehen. Heute Abend, wie gesagt, um 19.25 Uhr bei uns im Livestream, im Web, in der App. Und wenn Sie einen Red Button auf Ihrer Fernbedienung haben, dann können Sie es auch im TV-Gerät sehen. Also Sie sollten auf jeden Fall heute Abend 19.25 Uhr dabei sein und ganz fest die Daumen drücken, dass die Chemnitzer morgen dann das Finale spielen. Ja, was können wir dann noch Ihnen sagen? Eigentlich müssen wir dann schon so langsam wieder dich verabschieden, nach oben schicken. Zweite Halbzeit, die wartet auf uns, Auerbach gegen Halberstadt. Und Christian wartet schon oben und wir hoffen einfach auf Tore. Also, zweite Halbzeit, Christian, übernimmt schon mal. Benni kommt nach oben. Tja, danke Guido. Wir hoffen auf Tore, natürlich. Das sollte in den zweiten 45 Minuten doch irgendwie gelingen, den Ball wenigstens ein oder zweimal über die gegnerische Linie zu drücken. Ich darf erinnern an das Hinspiel. Ist zwar schon eine Weile her, aber das war richtig torreich. Denn da gewann Germania Halberstadt zu Hause gegen den VfB Auerbach. Achtung, mit 7:1. 7:1, das waren 8 Tore. Davon sind wir heute richtig weit entfernt. Und das ist auch eine andere Halberstädter Mannschaft gewesen, die damals noch zugange war. Ich sprach in der ersten Halbzeit schon davon, da spielte noch ein Elias Löder mit, der dann so gut war, dass ihn der Hallische FC kurzerhand weggeholt hat am Ende der Sommertransferperiode. Der hatte da richtig oft getroffen und eigentlich war es das oder ist es das Ansinnen heute der Auerbacher, sich für diese Schmach von Halberstadt zu revanchieren. Mal sehen, ob das jetzt in den zweiten 45 Minuten gelingt. Es müssen ja nicht gleich 7 Tore sein. Wir wären ja auch mit dem einen oder anderen zufrieden. Der Anstoß ist erfolgt und wir drücken uns allen und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauer, die Daumen, dass wir hier noch ein schönes Fußballspiel in der zweiten Halbzeit zu sehen kriegen. Der Wind ist jetzt doch ein bisschen stärker geworden. Man sieht es an den Eckfähnchen, die da ziemlich im Wind flattern und auch an den Geräuschen unserer Außenmikrofone. Aber nicht so extrem wie vielleicht in anderen Landstrichen in Deutschland, wo ja gar nicht erst an Fußballspielen heute zu denken war. Die haben ganz andere Probleme hier im Vogtland. Zum Glück alles noch im Rahmen. Ja, wie könnte das Konzept jetzt sein von Sven Köhler und seinen Auerbachern? Was muss man besser machen in der zweiten Halbzeit? Was Überraschendes, wie jetzt hier vielleicht sogar. Aber ein Halberstädter Abwehrbein noch dazwischen. Ja, das Unerwartete vielleicht mal tun. Irgendwie die Bälle besser festmachen im gegnerischen Strafraum. Und dann auch mal abziehen, wie hier die Auerbacher Nummer 7. André Brechtsa, der Stürmer aus Tschechien. Wir spielen jetzt auf ihr Tor, die Auerbacher. Das ist also die Spielhälfte, das Tor, hinter dem die VfB-Fans aus Auerbach sich versammelt haben. Und da könnte doch was gehen im zweiten Durchgang. Ja.
Ja, jetzt spielen sie verstärkt mal in die Spitze, versuchen es jetzt wirklich mal ein bisschen offensiver zu gestalten, das Ganze. Wahrscheinlich auch Sven Köhler gesagt haben, 0:0, alles schön und gut, aber wenn wir gewinnen wollen, dann muss auch mal offensiv ein bisschen was passieren. Benni, was müssen die jetzt besser machen, beide Teams, als in der ersten Halbzeit? Ja, erstmal das Risiko erhöhen und vor allen Dingen auch mutiger spielen. Ja, das ist mir einfach noch zu wenig Plan, das ist zu unzielstrebig und das ist einfach das Problem. Ja, wir kreieren hier keine Torchancen, weil einfach keiner den Mut hat, tatsächlich auch mal das Zepter in die Hand zu nehmen und es einfach auch zu machen. Und eigentlich bloß aus den Fehlern des Gegners resultieren hier Torchancen. Und das ist bezeichnend für den Abstiegskampf, keine Frage. Und sicherlich auch dem Platz geschuldet, der jetzt auch immer schlechter wird. Man merkt, der Ball hoppelt. Die Technik der Spieler ist natürlich nicht so wie in der zweiten oder ersten Bundesliga. Das ist ja ganz normal, sonst würden sie auch höher spielen. Und das ist auch nicht abwertend gemeint, aber das ist nun mal so. Und ich glaube heute wirklich, es wird, wenn hier tatsächlich ein Tor fällt, das einzige sein. Aber die Mannschaft, die es erzielt, wird glücklich sein. Du machst uns ja Hoffnung. Ich hatte gerade vom Hinspiel gesprochen. Benni, das ging 7:1 aus seinerzeit. Ja, Halberstadt. Das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Aber sie gehen jetzt schon ein bisschen früher drauf, die Auerbacher. Man merkt es schon, sie versuchen, die Abwehrspieler zu stören und den einen oder anderen Fehler zu provozieren beim VfB Germania Halberstadt. Ja, wie provozierst du Fehler? Fehler produzierst du so, dass wenn du unter Druck bist, den Ball halt einfach nicht mehr sicher in den eigenen Reihen halten kannst. Und das ist das, was du tun musst. Du musst anlaufen, du musst pressen, du musst den Spieler auf dem schwachen Fuß versuchen anspielen zu lassen und dass du dann den Druck ausüben kannst und letztendlich den Ball gewinnen. Aber wir kommen gar nicht erst in diese Momente, weil einfach hier kaum eine Linie überspielt wird. Es kommen nicht mehr als ein, zwei Zuspiele zustande und dann kannst du natürlich auch die Ketten nicht überspielen. Das ist ja ganz klar. Wenn du dann den Ball auch mal abgibst, dann findet kein Gegenpressing statt. Und das ist Wunschdenken jetzt aktuell, dass wir hoffen, dass es dadurch jetzt zu Torchancen kommt. Denn aktuell sind Standards eigentlich eher das Mittel, was... Das Mittel der Wahl. Und genau. Jetzt haben wir wieder einen für Germania Halberstadt. Einen Freistoß, den man vielleicht direkt draufziehen kann. Und der war gar nicht so schlecht. Halber Meter hat gefehlt bei dieser ersten Toraktion von Germania Halberstadt im zweiten Durchgang. Und überhaupt muss man ja sagen, dass die Regionalliga dieses Jahr wirklich eine absolut zweigeteilte Liga ist. Es gibt einen harten Abstiegskampf, wirklich bis Platz 11 gefühlt. Und dann hast du wirklich eine Spitzengruppe, die um den Aufstieg spielt. Also ich glaube, es war nie so geteilt wie dieses Jahr. Und du merkst auch den unterschiedlichen Fußball. Wenn man jetzt mal Lok Leipzig, Jena mit diesem Spiel hier vergleicht oder BFC, das sind Welten. Das ist einfach so. Und das sind aber auch qualitativ andere Spiele, wenn die gegeneinander spielen. Ja, da merkt man auch, wer hier Favorit ist und wer nicht. Hier in dem Spiel sehen wir es aktuell nicht. Da gehen wir aber natürlich auch von ganz anderen finanziellen und sportlichen Mitteln aus bei diesen Vereinen, die du angesprochen hast, die natürlich auch unter Profibedingungen trainieren, was ja in Auerbach und Halberstadt nicht der Fall ist. Natürlich, das muss man auch immer im Kontext sehen. Ja, wir reden hier tatsächlich über Amateurfußball. Und also zumindest halb professionell. Und deswegen ist das auch überhaupt, das ist gar keine Bewertung des Vereins oder der Mannschaft, sondern es sind unterschiedliche Leben, die diese Vereine führen. Und so ist natürlich auch der Anspruch. Ganz klar. Jetzt mal die Germania. Aber kriegt den Ball eben nicht rumgezogen. Er kriegt ihn nicht rumgezogen. Wieder Felix Stumpe. Und da merkt man eben, dass die Spieler noch nicht fertig in ihrer Entwicklung. Die sind noch nicht bis zum Ende ausgebildet, obwohl sie ja alle eine gute Ausbildung mitgebracht haben. Aber das ist dann eben hier im Männerfußball doch noch mal eine andere Geschichte. Ja, da kann man jeden U19-Spieler fragen, der irgendwie aus der Jugend rauskommt, wie schnell dann die Regionalliga ist im Verhältnis zur U19-Bundesliga oder zur U19-Regionalliga. Das ist eine ganz andere Hausnummer, es ist körperlicher, es ist mit viel mehr Kampf verbunden. Und da müssen sich die Jungs auch erstmal akklimatisieren und müssen sich zurechtfinden. Das ist ganz normal, das gehört zum Prozess dazu. Und dann siehst du auch erst, ob ein junger Spieler das Zeug hat, überhaupt im Männerfußball zu bestehen. Denn das ist die Hürde, die sie nehmen müssen.
Ja, das ist dann natürlich auch interessant, wenn dann manche Vereine davon sprechen, mehr auf den eigenen, tatsächlich auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und Spieler hochzuziehen aus den eigenen Reihen. Das ist wirklich ein sehr ehrenhaftes und ein sehr hehres Ziel und anerkennenswert und wahrscheinlich auch richtig auf lange Zeit. Aber ob sich Regionalliga-Spieler aus der Regionalliga der Jugend oder Junioren dann durchsetzen können bei den Männern, ist noch, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? So eine ähnliche Geschichte will ja jetzt auch zukünftig Carl Zeiss Jena erfahren. Aber da ist die Frage, hat man überhaupt diesen starken Nachwuchs, der dann da oben bestehen kann? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bildet sich ja nicht über ein, zwei Jahre aus, sondern das ist ja ein Jahrzehntprojekt. In 10 Jahren wirst du sehen, ob diese Jugendarbeit Früchte getragen hat. Das ist nicht so, dass du sagst, so, wir setzen heute auf die Jugend und nächstes Jahr haben wir 3 Spieler aus unserer eigenen Jugend rangezogen. Das funktioniert natürlich nicht, weil du brauchst die Infrastruktur dafür, du brauchst überhaupt das Gerüst dafür, du brauchst Trainer, du brauchst auch Scouts. Also die rennen ja nicht die Jungs die Bude ein, ne? Sondern du musst ja auch mal dann auf die kleinen Fußballfelder gehen und schauen, na, was brauchen wir, was wollen wir? Vereinsidentifikation, DNA. Ja, das muss immer klar sein. Aber wenn man sich das einmal auf die Fahne geschrieben hat, dann kann man danach auch dann seinen Leitfaden entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann mal einer dabei ist, der vielleicht den ganz großen Sprung schafft, dann wird er weggekauft. Dann ist ja auch okay. Dann kriegst du dafür aber auch entsprechendes Geld. Denn das kommt ja auch noch dazu, dass man ja auch nicht auf der Insel der Glückseligen lebt, sondern ringsherum auch Vereine gibt, die Interesse haben an jungen, talentierten Spielern. Und die holen sie sich meistens schon im frühen Jugendalter ab. Aber jetzt wieder zurück hier zum Spiel der Auerbacher, die sich jetzt sichtlich Mühe geben, in diesem zweiten Durchgang vermehrt in die Box reinzukommen und die Halberstädter da am eigenen Strafraum zu binden. Also das klappt jetzt schon ein bisschen besser. Jetzt fehlt nur noch mal die zündende Idee, um dort durchzukommen durch diesen Abwehrriegel. Hier hat es noch nicht geklappt. Ja, vor allen Dingen setzen sie sie auch fest. Ja, sie sind fast mit 10 Mann in der Hälfte von Halberstadt gewesen und haben bewusst jetzt auch den Ballbesitz provozieren wollen. Ja, dass sie das sofort dann auch nutzen können für sich und mit der Präsenz dann auch in den 16-Meter-Raum kommen. Dann ist auch mal eine mutige Aktion mit dem Hackentrick gerade da. Das ist das, was ich meine. Und dann kannst du auch mal ein Tor erzielen. So. Ja, aber das schaffst du nur, wenn du in der Red Zone, also in der roten Zone vorne im 16-Meter-Raum, da auch den Druck ausübst. Das war eine schöne Kopfballaktion von Halberstadt und da muss sich Stefan Schmidt richtig lang machen bei diesem Kopfball hier in der 57. Spielminute. Also wieder eine richtig gute Torchance für den VfB Germania Halberstadt. Nils Schätzler war das mit dieser Aktion. Also kurz vor der Pause diese Chance und jetzt wieder ein Riese, den Stefan Schmidt entschärfen kann. Na, da guckt er ein bisschen skeptisch, der Sven Köhler, wie lange das noch gut geht. Aber es wird ja langsam. Es wird langsam. Ja, und trotzdem schaffen es die Kleinen immer mal wieder, auch, wir hatten es schon gesagt, einen der sogenannten großen Vereine der Liga zu ärgern. Auch die Auerbacher haben zum Beispiel bei Lok Leipzig lange Zeit, sah es aus, als könnten sie dort einen Punkt mitnehmen, verlieren dort dann unglücklich 0-1. Und beim Berliner AK haben sie sich einen Punkt erkämpft, die Auerbacher. Also es geht schon was. Sie sind jetzt nicht wirklich nur Kanonenfutter, ne? Nein, das ist ja auch immer schwer, auch gegen solche Teams zu gewinnen, weil sie auf den Fehler der Favoriten warten. Gerade in den Spielen, wo sie spielerisch nicht das Zepter in der Hand haben. Und da fällt es natürlich den Favoriten ebenfalls schwer, mit den limitierten Mitteln, die sie haben, dann auch gegen solche Mannschaften zu bestehen und sehr früh oder sehr hoch am Ende zu gewinnen oder die Führung zu erzielen. Und das ist ja auch das ist ja auch das Interessante an solchen Mannschaften, dass sie doch taktische Disziplin haben und dass sie dann auch sich einigeln und mit Kontern durchaus Chancen kreieren können. Und
deswegen tun sich auch so viele Favoriten schwer gegen Abstiegskandidaten. Aber umgekehrt hat man dann eben auch oft das Phänomen, dass wenn sich zwei Abstiegskandidaten gegenüberstehen, eben nicht viel geht. Ne? Letzte Woche das Spiel der Auerbacher in Eilenburg, das war ja auch nur ein 0:0 und eher der Sorte Magerkost. Also die neutralisieren sich dann tatsächlich, ne? Und zeigen dann beiderseits, warum sie eben stehen, wo sie stehen. Und das ist wieder eine Riesengelegenheit und das muss doch eigentlich das Tor sein für den VfB Germania Halberstadt. Und genau so ist es. 60. Minute und da hat es geklappt. Ein Konter gefahren, einmal nicht aufgepasst hinten und die Halberstädter gehen hier in Auerbach in Führung. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist es der oft zitierte Felix Stumpe, der Neuzugang aus Braunschweig, der hier zuschlägt und im zweiten Anlauf das Tor macht für das Team von Andreas Petersen. Das hat er wirklich sehr klasse gemacht. Man hat es gerade in der Wiederholung noch mal gesehen, dass er sieht, dass Schmidt da die kurze Ecke nicht voll zumacht. Und dann muss man von dort, von der Grundlinie, erstmal den Ball so rumschlänzen. Macht er wirklich sehr gut. Aber hier hat man es gesehen, über die Flügel, effizient die Flanke reingebracht. Und dann nutzt man die Torchance auch. Und jetzt wird es natürlich hart für Auerbach. Weil, wenn man den Spielverlauf jetzt so sieht, dann müssen sie definitiv jetzt mehr Risiko gehen und ansonsten werden sie dieses Spiel hier definitiv verlieren. Aber das kann der Partie ja nur gut tun und das lässt darauf hoffen, dass wir nicht nur dieses eine von dir prognostizierte Tor sehen heute. Ich habe gerne Unrecht, keine Sorge. Also definitiv kein torloses Remis heute. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und jetzt sind wir gespannt, wie der VfB Auerbach auf diesen Rückstand aus der 60. Minute reagiert. Wieder so eine Kontergelegenheit. Das Spiel schnell gemacht über die rechte Seite. Hat vor zwei Minuten schon mal gut geklappt. Und Stumpe steht hier auf der linken Seite immer ziemlich frei. Keppel da wieder mal mit einem Schussversuch für Auerbach, aber doch eine große Distanz und keine Gefahr für Lukas Zichos im Halberstädter Tor. Auerbach muss jetzt was tun und das eröffnet den Gästen aus Halberstadt natürlich Konterchancen. Also mit der Hereinnahme von Ole Hoch und auch von Felix Stumpe ist dem Trainer der Halberstädter, Andreas Petersen, ein
guter Schachzug gelungen. Natürlich auch bedingt durch personelle Ausfälle, von denen ich in der ersten Halbzeit schon berichtet hatte. 4 Stammspieler, die heute fehlen bei Germania Halberstadt wegen Verletzung oder wegen der Nachwirkungen ihrer Corona-Erkrankung. Aber zumindest in diesem Spiel und bis hierher hat es sich schon gelohnt, dass man den Kader etwas breiter aufgestellt hat in der Winterpause und sich nochmal Verstärkungen geholt hat. Das könnte noch sehr nützlich sein in dieser Rückrunde. Halberstadt würde aktuell, wenn es dabei bliebe, den Vorsprung auf Auerbach vergrößern, auf 8 Punkte Vorsprung. Das ist schon erstmal eine ganze Menge Holz, ne, Benni? Die muss man erstmal wieder aufholen. Definitiv. Und das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit dann. Und du hast ja von der zweigeteilten Liga gesprochen. Also Auerbach wird dann sicherlich die Punkte auch machen müssen gegen die Mannschaften, die mit unten drin stehen. Jetzt mal wieder so ein Ausbruch über die linke Seite. Wieder der tschechische Stürmer, der es da versucht, aber abgedrängt wird. Und Sven Köhler reagiert natürlich auf diesen Rückstand, bringt frische Kräfte hier ins Spiel. Sieht so aus, als würde das gleich eine Dreifach-Auswechslung geben. Genau so ist es. Also Sven Köhler setzt jetzt logischerweise auf mehr Offensivkraft. Hier muss was passieren. Sava Osse, der Syrer, sehen wir hier neu im Spiel. Mit der Nummer 19 Michael Frakos, ebenfalls neu auf dem Platz ab der 65. Spielminute. Jetzt sind sie im Zugzwang. Jetzt können sie nicht mehr auf den Lucky Punch hoffen, denn den hat bisher Halberstadt gesetzt. Und jetzt müssten die Auerbacher schon zweimal treffen, um das Spiel zu gewinnen. Und danach sah es ja bisher zumindest nicht aus. Kann sich ja noch ändern. Bisher auch auffällt, sehr faires Spiel, was man ja erstmal prinzipiell gerne hat, aber was eigentlich zum Abstiegskampf auch nicht so richtig passt. Ne? Kaum gelbe Karten und Zweikampfführung jetzt nicht so, wie man sich das eigentlich in so einem Abstiegsduell, wo es doch um viel geht, ich will nicht sagen um alles, aber um viel geht, eigentlich erwarten könnte, oder Benni? Das ist eine interessante Beobachtung bzw. Feststellung. Denselben Gedanken hatte ich nämlich auch schon, weil ich dachte, eigentlich hast du nicht das Gefühl, dass es hier tatsächlich um Abstieg geht und um Klassenerhalt geht. Das ist auf der einen Seite gut, weil böse Fouls kann keiner gebrauchen, richtig, keine Frage, aber trotzdem so ein kleines bisschen Nicklichkeiten, dieser Charakter, der sich zeigt, gerade in so einer Situation, der fehlt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Jungs alle ein Durchschnittsalter haben, was sehr tief unten ist. Und das ist natürlich klar, dass die Jungs da nicht diese charakterliche Ebene haben. Das entwickelt man über Jahre hinweg. Da orientiert man sich an Leitwölfen, an Spielern, die schon lange da sind, die schon was erlebt haben, die auch vorweggehen. Ja, und dann füllt man diese Position irgendwann dann auch auf. Und deswegen ist es kein überraschender Fakt. Jetzt hört man es auch. Benni, jetzt wedelt es doch ein bisschen mehr rein hier ins VfB-Stadion.
ist noch nicht ganz abgezogen, das Sturmtief. Wir würden uns etwas mehr Sturmintensität auf dem Platz wünschen, allerdings nur, was das Fußballerische angeht. Da war es bisher nur so ein bisschen ein laues Lüftchen. Aber so ist es manchmal, ne? Das ist ein Wortjongleur heute. Absolut. Jetzt wieder die Halberstädter über die rechte Seite. Und das ist die Möglichkeit. Und das ist das 2:0 für Germania Halberstadt. Wieder ging es über die rechte Seite. Und wieder sah die Innenverteidigung, die gesamte Abwehr der Auerbacher nicht gut aus in dieser Szene. Unfassbar. Natürlich alles richtig gemacht, Andreas Petersen aus seiner Sicht, aber alles falsch gemacht aus Auerbacher Sicht. Guck dir das an. Keiner greift den Spieler mit der Nummer 18 an. Und der macht das Tor. Tim Heike, der beste Torschütze von Andreas Petersens Mannschaft, schlägt zu, macht das 2:0 für Germania Halberstadt und damit sein 7. Saisontor. Jetzt stechen sie also doch, die Stürmer bei Germania Halberstadt. Eins von Stumpe, eins von Heike. Die Stürmer treffen, die Auerbacher nicht. Und wieder schön gemacht. Schöne Vorbereitung über die rechte Seite. Da haben sie sich einen Plan gemacht zur Halbzeit. Da waren im ersten Durchgang schon Andeutungen zu erkennen. Im zweiten haben sie es jetzt durchgezogen. Und die Auerbacher Abwehr hilft kräftig mit. Das ist natürlich ein enormer Rückschlag, dann heute auch für Auerbach, wenn es dabei bleiben sollte. 20 Minuten sind ja noch Zeit, ein bisschen Nachspielzeit. Aber so ein Ding, das steckst du wahrscheinlich auch nicht so einfach weg, wenn du denkst, jetzt bist du wieder im Flow nach dem 3-1 gegen Fürstenwalde und kannst nochmal nachwaschen, kannst den Sieg vergolden, wie Sven Köhler vor dem Spiel gesagt hat. Und dann gibt es statt Gold nur Pech und Schwefel, wenn du hier gegen einen Mitkonkurrenten verlierst. Da geht gerade gar nichts bei den Gelben. Ja, und jetzt werden die Fußballfans aus Sachsen vielleicht denken, okay, wenn das heute hier nichts wird mit dem VfB in diesem Abstiegsduell gegen Halberstadt, dann müssen wir eben auf eine andere Sportart setzen. Dann gucken wir heute Abend mal, was die Niners aus Chemnitz machen im Halbfinale um den deutschen Basketballpokal, der Kracher, heute Abend ab 19.25 Uhr im Livestream auf der Spio-App und im Web gegen Alba Berlin. Und wenn dieses Spiel gewonnen wird von den Niners, dann stünden sie im Pokalfinale um den deutschen Basketballpokal. Das wäre natürlich ein Riesending. Und dann würden wir, liebe Zuschauer, morgen Nachmittag dieses Spiel für Sie übertragen, während hier jetzt mal eine schöne Chance für den VfB Auerbach entsteht durch den eingewechselten Spieler mit der Nummer 19. Das ist Michael Frakos. Also ein Lebenszeichen vom VfB Auerbach. Endlich mal eine Toraktion. Kommt reichlich spät, aber vielleicht geht ja noch was. Ja, Stefan Schmidt, da konnte er bei beiden Toren nicht viel machen. Oder? Da war nichts zu holen, oder? Was sagst du? Ich glaube, beim ersten Tor mit mehr Selbstvertrauen packst du dich auch anders vor den Ball. Aber das ist kein Vorwurf. Oh, vielleicht passiert jetzt was. Ja. Lukas Tichus, passt auf.
ja, dann hältst du vielleicht auch mal so einen Ball, aber da fehlt es natürlich jetzt auch gerade am Selbstvertrauen. Du glaubst einfach momentan vielleicht auch nicht an dich und im zweiten Tor kann er überhaupt nichts machen. Und vielleicht gibt es jetzt, nein, jetzt hat er den Ball, gibt nicht das dritte. Ja, das zweite Tor geht nicht auf seine Kappe. Du meinst, beim ersten war es vielleicht ein bisschen zögerlich. Aber auch das ist einfach nur jetzt mal eine Analyse aus der Ferne. Ja. Man muss immer das aus dem Spiel heraus entscheiden. Wenn man selber auf dem Platz steht, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, weil man auch eine andere Sicht hat. Wir sehen letztendlich dann nochmal eine Slow Motion und so weiter. Also für uns ist das natürlich einfacher zu sagen, als wenn man dann unten auf dem Platz steht. Die Windverhältnisse, all das ganze Ding muss man eben als Paket sehen. Deswegen alles in Ordnung. Es war kein grober Fehler, deswegen passt schon. So, jetzt wechselt auch Andreas Petersen zweimal aus. In dieser 75. Minute. Jesim Jalot wartet hier auf seinen Einsatz. Auch Auerbach nochmal mit zwei Wechseln. Also da wird jetzt munter durchgewechselt. Lukas Seidel neu im Spiel beim VfB Auerbach. Und Fabian Bochmann mit der 15 wird auch noch kommen. Damit ist das Wechselkontingent erschöpft beim VfB Auerbach. Was sollen sie auch machen? Die müssen jetzt alles nach vorn werfen, um irgendwie vielleicht noch wenigstens zum Ausgleich zu kommen. Das wäre ja schon mal was. Gute Viertelstunde noch Zeit dafür. Und Halberstadt wird natürlich versuchen, mit den frischen Kräften diesen wertvollen Vorsprung, den man sich jetzt erarbeitet hat, in dieser zweiten Halbzeit über die Zeit zu bringen. Schlecht gedacht, der Kopfball, ich glaube, da flatterte der Ball auch ein bisschen im Wind nach dem Eckstoß von der linken Seite. Insgesamt ist das aber eben nicht zwingend genug, was die Auerbacher heute bisher hier angeboten haben. Und Halberstadt nutzt die Räume dankbar im zweiten Durchgang, die sich ergeben. Schon wieder über die rechte Seite immer das Gleiche. Und der nächste Eckball für Germania Halberstadt. Da gibt es also mittlerweile eine Führung. Nach Ecken 4:2 und nach Toren natürlich auch 2:0 für die Halberstädter, die hier heute wirklich drei Big Points machen können, wenn sie hier im Vogtland erfolgreich sind. Hat das 0:0 gegen Jena vom vergangenen Wochenende vielleicht doch was bewirkt. Hatte vor dem Spiel mit Tom Lieberam gesprochen, dem sportlichen Leiter. Viele Grüße, der jetzt auch zu Hause sitzt in Quarantäne und mir gesagt hat, ja, da ging noch mal ein richtiger Ruck durch die Mannschaft. Das war ein Lebenszeichen. Wir sind noch da, wir leben noch. Germania Halberstadt ist noch nicht abzuschreiben. Dieser Punkt, egal wie er zustande gekommen ist gegen Jena, ist unendlich wertvoll. So wurde er ja auch gefeiert letzten Samstag. Und jetzt sieht man, dass das die Mannschaft, also hier zumindest in den zweiten 45 Minuten, beflügelt hat. Und dass sie heute möglicherweise die nächsten
wichtigen Punkte einfahren. Und da ist das 3:0, während ich das sage. Und jetzt wird es richtig bitter für den VfB Auerbach. 3:0 führt der Gast aus Halberstadt. Und das sah jetzt abwehrtechnisch überhaupt nicht mehr gut aus, da was die Vogtländer da machen. Und Germania Halberstadt sagt Dankeschön mit dem 3:0 und mit der Entscheidung in diesem Spiel. Da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Das ist natürlich der Siegtreffer durch Tim Heikes, 8. Saisontreffer. Schön rausgespielt über den eingewechselten Mann mit der Nummer 13. Und dann nur noch zu Ende bringen die Geschichte. Tim Heike und der 61. Gegentreffer für das Team von Trainer Sven Köhler. Wahnsinn, oder? Das ist... Ja, das ist eine ganz, ganz unbequeme Situation gerade. Du spielst eigentlich gegen den Mitkonkurrenten unten und kriegst jetzt gerade das 3. Gegentor. Du bist jetzt eigentlich komplett auseinandergepflückt worden. Die Jungs machen jetzt gerade, was sie möchten mit ihnen. Ja, da möchtest du auch nicht in der Mannschaft jetzt gerade stehen. Und ich finde auch da jetzt auch gar keine Worte, weil das alles das, was man sagt, tut weh. Das tut weh. Tut aus Auerbacher Sicht auf jeden Fall weh. Und war jetzt auch bis zur Halbzeit nicht unbedingt zu erwarten, ne, dass sich das so ein Verlaufen jetzt nimmt in der zweiten Halbzeit, dieses Spiel. Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Das ist irre. Und am Ende steht Halberstadt da mit einem klaren Erfolg und Auerbach mit einer klaren Niederlage, die sich zur Pause nie und nimmer angedeutet hat in diesem Spiel. Da sind wir eher von einem 0:0 und von einem, torarmen Spiel ausgegangen und dann nutzen sie wirklich in der zweiten Halbzeit ihre Räume und spielen die Auerbacher auseinander. Man muss fairerweise sagen, das Ergebnis ist auch zu hoch aus meiner Sicht. Ja. Also das spiegelt nicht den Spielverlauf wider, weil so schlecht wie die erste Halbzeit war von Halberstadt, umso besser ist sie jetzt in der zweiten, aber das ist natürlich trotzdem nicht gerechtfertigt. Das 3:0 ist zu hoch, weil sie es auch nicht verdient haben, aber trotzdem, sie spielen halt jetzt einen sauberen Ball. Und sie nutzt die Torchancen. Und Auerbach muss jetzt aber wirklich aufpassen, nicht komplett unter die Räder zu kommen. Also sie müssen sich ordnen, sie müssen diszipliniert rausspielen. Sie müssen irgendwie versuchen, das Ergebnis noch ein kleines bisschen auf der Ebene zu halten. Wenn es noch höher wird, dann sind das keine schönen Wochen. Nee, dann ist das ja auch für die nächsten Spiele suboptimal. Wie gesagt, nächste Woche geht es nach Meuselwitz. Die Woche drauf kommt dann Tasmania, Berlin. Also das sind ja die unmittelbaren oder zwei Konkurrenten gegen den Abstieg. Wie gesagt, Meuselwitz ist noch ein bisschen besser aufgestellt, aber Tasmania Berlin, das ist ja auch eine Mannschaft, die muss man einfach schlagen als VfB Auerbach, um die Klasse irgendwie zu halten. Und schon wieder steht da einer frei und jetzt wird es richtig bitter. 0:4. Was ist jetzt hier los? Malina, der Torschütze, der in der ersten Halbzeit schon ganz gut gespielt hatte auf der rechten Seite, jetzt mit dem 4. Treffer für Germania Halberstadt und das alles innerhalb der letzten 10 Minuten. Benni, unerklärlich sowas. Ja, sie fallen jetzt auseinander. Also es ist, ich finde da wirklich keine Worte, weil das ist halt, das hast du auch nicht so oft, dass du dann von 10 Minuten ein Spiel komplett aus der Hand gibst. Umso positiver natürlich für so eine junge Mannschaft wie Halberstadt, die das ja jetzt auch ausnutzt. Ja, das ist ja auch die machen das richtig gut jetzt in dieser zweiten Halbzeit. Genau. Genau, die machen das jetzt gut. Sie haben natürlich auch keinen Druck, sie haben keine Angst mehr. Sie wissen, sie werden das Spiel gewinnen und jetzt spielen sie natürlich freier auf. Das ist auch charakteristisch für eine junge Mannschaft. Trotzdem passt es nicht. Ne? Die erste Halbzeit war grauenvoll, muss man einfach so sagen. Also es ist das Spiel gewesen, was wir erwartet haben. Aber jetzt... Es ist ein klares Ergebnis. Auerbach wird dieses Spiel verlieren und muss jetzt hoffen, wirklich nicht noch mehrere Gegentore zu bekommen, weil das wäre ganz, ganz übel. Luis Malina also mit dem 4:0 für Germania Halberstadt, die hier den zweiten Auswärtssieg der Saison einfahren werden. Das steht fest. Hier mal eine Möglichkeit und dann steht auch noch der Pfosten im Weg und dann doch wenigstens der Anschlusstreffer für den VfB Auerbach. Ja, kommt ein bisschen spät, meiner Meinung nach. 10 Minuten noch zu gehen. Aber Sie sehen es, 1:4 auch der Rückstand. Erst der Kopfball von
Marc-Philipp Zimmermann, der da an den Pfosten knallt. Und dann ist im Nachsitzen der Auerbacher mit der Nummer 3 zur Stelle. Lukas Seidel, der vor 10 Minuten eingewechselt wurde. Und macht wenigstens den Ehrentreffer. Vielleicht ist es ja auch der Anschlusstreffer. Vielleicht geht ja noch was. Aber sowas hätte man sich halt früher gewünscht in diesem Spiel, wenn man jetzt das Ganze aus Auerbacher Sicht betrachtet. Aus Halberstadter Sicht ist natürlich alles optimal gelaufen in der zweiten Halbzeit. Und ich erinnere noch mal daran, Hinspiel, Benny, 7:1 für Germania Halberstadt. Sind wir noch nicht ganz dran, aber so weit weg. Sag es nicht so laut. Sind wir auch nicht mehr. Sag es nicht so laut, aus Auerbacher Sicht. Ja. Das Spiel ist noch nicht vorbei, aber trotzdem, also ich hätte das, hättest du mich gefragt, erste Halbzeit, wie das Spiel ausgeht, dieses Ergebnis hätte ich nicht für möglich gehalten. Niemals, niemals. Also da konnten wir unseren Zuschauern tatsächlich in der zweiten Halbzeit doch noch ein attraktives Spiel mit vielen Toren hier anbieten. Das freut uns natürlich auch sehr, dass es nicht bei diesem trostlosen 0:0 geblieben ist. Tut uns natürlich ein bisschen leid für die Auerbacher, freut uns aber auch für die Halberstädter. Beides Vereine, die wir brauchen in dieser Regionalliga Nordost, die auch hoffentlich drin bleiben. Aber heute war in der zweiten Halbzeit doch auch hier schon zwischen diesen beiden Mannschaften ein Unterschied erkennbar. Und der sagt uns, dass es Auerbach deutlich schwerer haben dürfte, in den nächsten Wochen und Monaten die Klasse zu halten als Halberstadt. So, der Torschütze von eben geht raus. Malina fertig für heute, genau wie Tim Heike. Zusammen haben sie 3 Tore gemacht, dürfen vorzeitig duschen gehen, noch ein bisschen Spielpraxis sammeln für andere Spieler. Zum Beispiel für die 23. Georgios Tulups. Auch einer der vielen Neuen, die in der Winterpause gekommen sind. Nochmal ein Eckball für Auerbach. Tja, da sind sie wieder in alte Muster zurückverfallen, die man hoffte abgelegt zu haben mit dem Jahreswechsel von 2021 auf 22 mit vielen Gegentoren. Und jetzt mit diesem herrlichen Kopfball. Und das war natürlich wirklich ein Traumtor von Marc-Philipp Zimmermann. Kopfballmonster. Und er macht seinem Namen alle Ehre. Was für ein Tor. Guck dir das an. Warum gelingt das jetzt erst, werden sich die Fans fragen hier im Stadion. Schau dir diesen traumhaften Kopfballtreffer an. Melden wir schon mal an für das Tor der Woche. Da stimme ich für ihn. Das war ein toller Treffer, wirklich. Also super. Aber er ist seine Stärke. Kopfball, ja. Und was für ein schönes Tor. Jetzt hier und was geht hier noch was? Geht hier noch was, Benny? Sind ja noch 5 Minuten. Heute ist alles möglich was hier. Was für ein verrückter Kick. Was für ein verrückter Kick. 4:0. Alle Messen waren gesungen. Und jetzt plötzlich wieder Hoffnungsschimmer für die Gastgeber. Und jetzt geht das nämlich auch los. Jetzt wird auch gekämpft und gefightet. Und jetzt gibt es doch tatsächlich mal in diesem Spiel eine gelbe Karte für den Halberstädter, der da mit gestrecktem Bein reingegangen ist. Bringen die sich jetzt möglicherweise selber noch mal in Gefahr und diesen sicher geglaubten Sieg? Ja. Zu Recht in dem Falle die gelbe Karte. Und jetzt heißt es natürlich, alles nach vorn werfen. Irgendwie das Ding rein in die Box. Irgendwie Marc-Philipp Zimmermann suchen. Und vielleicht klappt es ja noch mal. Und guck dir das an. Was ist das jetzt auf einmal für ein Spiel? Jetzt haben wir plötzlich Torchancen hier im Minutentakt. Die Auerbacher. Ist das verrückt? Ist das dann auch, weil man sagt, wir haben nichts mehr zu verlieren? Jetzt werfen wir alles nach vorn? Vielleicht.
Also. Turbulente Schlussphase in dieser Regionalliga-Partie zwischen dem VfB Auerbach und dem VfB Germania Halberstadt. 2:4, ich erinnere daran, Halbzeit 0:0. Ziemlich trostlos das Ganze und da fällt im Gegenzug noch ein Tor. 5:2 durch einen abgefälschten Torschuss oder wie soll ich es bezeichnen? Angeschossen wurde da der Torschütze, der Halberstädter. Ja, was für eine verrückte Schlussphase. Das gucken wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Setzt er sich schön durch, Pajazzati, und dann springt der Ball von einem Auerbacher Bein über Stefan Schmidt hinweg ins Tor. Und damit ist es zu Ende, damit ist es aus, damit sind die letzten Hoffnungen für Sven Köhler dahin, hier vielleicht doch noch einen Punkt irgendwie zu erkämpfen. Andreas Petersen und seine Mannschaft werden den Sieg einfahren hier in Auerbach. 5:2 der aktuelle Spielstand. Was für ein verrücktes Regionalligaspiel. Also das hat sich dann doch richtig gelohnt, dass wir heute Nachmittag hier waren. Auch für den neutralen Beobachter doch ein tolles Fußballspiel geworden in der zweiten Halbzeit. Also danke dafür schon mal an alle Akteure auf und neben dem Rasen. Wie gesagt, die Auerbacher werden unter Wert geschlagen. Die Niederlage fällt sicherlich zu hoch aus, keine Frage. Aber Halberstadt hat sich diesen Sieg durch wirklich eine engagierte, couragierte Leistung in der zweiten Halbzeit verdient. Sie haben vieles richtig gemacht. Auch wenn es jetzt kurz vor Schluss mal eine kleine Schwächephase gab mit den beiden Treffern für Auerbach. Aber klar, der Sieg geht natürlich am Ende in Ordnung, ist verdient. Für Halberstadt fällt vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus. Damit bleibt Auerbach unten drin, richtig tief in der abstiegsbedrohten Zone. Das wird auch mental erstmal ziemlich schwer zu verarbeiten sein, so eine Niederlage heute mit 5 Gegentoren. Keine Frage, da wähnte man sich schon ein Stück weiter nach dem Sieg am Mittwoch gegen Fürstenwalde und dann heute der Rückschlag, diese 5 Gegentore von Halberstadt. Das ist bitter. Und die Germania, die wiederum, die wird heute richtig feiern können über einen Sieg. Heute nicht nur ein Punkt, der sich beim Spiel gegen Jena ja wie ein Sieg angefühlt hatte, das 0:0 von letzter Woche, sondern heute richtig dick aufgetragen. 5:2, erster Auswärtssieg seit August 2021. Ich sage es gerne nochmal, damals 2:0 bei Chemie Leipzig. Und heute wird es den zweiten Auswärtssieg geben in dieser Saison. Und der ist so enorm wichtig für das Team von Andreas Petersen. Und jetzt in der Schlussphase gibt es auch noch tatsächlich die eine oder andere gelbe Karte. Da ist also Würze reingekommen, sowohl vor den Toren als auch im Mittelfeld. Dann ist es doch noch ein Abstiegsduell, ein Abstiegskrimi geworden im zweiten Durchgang. Mit am Ende klarem Ausgang für Germania Halberstadt. Auch wenn es jetzt hier noch mal einen schönen Konter gibt, der Auerbacher und noch eine rote Karte. Oder tatsächlich. Oh, das ist jetzt aber bitter. Das ist jetzt aber bitter für Germania Halberstadt. Schätzle als letzter Mann wird wahrscheinlich jetzt hier vom Platz gestellt. Bei so einem klaren Spielstand. Er versuchte, diesen Konter der Auerbacher zu unterbinden. Gibt es noch mal eine kurze Rücksprache zwischen Michael Wilske und seinem Assistenten? War das rot oder kann man es da auch mit einer gelben Karte vielleicht belassen? Ich bin gespannt, wie die Entscheidung ausfällt.
Bei diesem Spielstand wäre das natürlich höchst bitter und unnötig, wenn sich Halberstadt hier noch einen Platzverweis einfängt. Aber Michael Wilske bleibt dabei. Platzverweis für die Nummer 6 von Germania Halberstadt. Und das tut richtig weh. Paul Czeger ist das. Der Rechtsverteidiger, der hier vom Feld muss. Bitter, bitter. Aber natürlich, wenn man nach den Regeln geht, konsequent und richtig. Er war der letzte Mann. Also in dem Spiel war wirklich alles drin. 7 Tore, eine rote Karte. Paul Czeger versteht die Welt nicht mehr. Ja, aber er war tatsächlich der letzte Spieler vor dem eigenen Torwart und hat den Angriff unterbunden. Und im Schiedsrichterregelbuch gibt es dafür eben eine klare Konsequenz. Nochmal Freistoß für den VfB Auerbach. Vielleicht hier noch zum Anschlusstreffer oder zum dritten Treffer zu kommen. Hat sich zerschlagen. Und damit ist es aus und vorbei. Michael Wilske pfeift die Partie ab. Am Ende mit einem klaren Sieg für Germania Halberstadt. 5:2 gewinnt das Team von Andreas Petersen hier dieses Abstiegsduell beim VfB Auerbach. Feiert damit nach langer Zeit mal wieder einen Auswärtssieg und Rückschlag für Sven Köhler und seine Mannschaft, die am Mittwoch sich noch gefreut hatte über den Erfolg gegen Fürstenwalde, aber heute im zweiten Durchgang richtig überrollt wurde von Germania Halberstadt. Da stimmte in der Abwehr nichts mehr. Die Halberstädter haben das gnadenlos ausgenutzt, diese Unsicherheit. Und holen sich hier im Vogtland den Sieg. Das war's hier von der Kommentatorenposition. Schönen Nachmittag noch und ich gebe ins Studio zu Guido Pirskala. Tja, und der Sieg hat lange auf sich warten lassen, seit dem 1. September 2021. Aber was für eine Halbzeit, oder? Habe ich auch so in der Form noch nie erlebt. Von einem 0-0 zu einem 2-5. Ja. Dann machen wir schnell da die Klappe zu. Wir wollen nämlich noch schnell auf die Ergebnisse der zweiten Liga schauen. Und da gab es zwei, drei erstaunliche. Also Sandhausen HSV 1:1. Bremen Ingolstadt ebenfalls.